Es ist immer wieder die Unachtsamkeit, die dich einschlafen lässt. Die Parteilichkeit, das Anbieten einer Einseitigkeit. Und das macht dich so irre, wenn der Rechthaber in dir durchbricht, das Ego, das dir ja alles erklärt. Ja. Ja. Und jetzt hast du davon keine Behauptung, unglaublich ist, aber die wirklich so logisch ist wie ein Quadrat mit drei Strichen, wo der normale Mensch sagt, dass er wirklich ein bisschen die Lösung sieht und fassungslos ist, dass ihm das nicht aufgefallen ist. Was meinst du, wie fassungslos du bist, den ich das jetzt erzähle? Das ist der erste springende Punkt. Der Punkt bringt immer nach oben, nach unten, hält dunkel, verlässt die Mitte durchdenken. Aber visionär. Oh, Ich ich drücke habe mich das jetzt ein Gefühl. bisschen anders aus, aber ich mache nochmal zuerst, das ist das Allerwichtigste, was Holofilling von allem unterscheidet, was du dir bisher ausgedacht hast. Du erklärst den Geist, der sich jetzt um dich herum eine Welt ausdenkt, die sich niemals außerhalb von ihm befinden kann. Eine wunderschöne, einfache Metapher dazu ist ein Geist, der träumt. Ja. Da kommt nämlich ein schönes Oxymoron ins Spiel, ein Widerspruch in sich selber. Es muss klar sein, dass wenn du Wahrnehmungen magst, dass diese Wahrnehmungen, die du magst, in dir drin sein müssen, es müssen deine Informationen sein. Und jetzt ganz normal gesprochen, ohne wieder ins Detail zu gehen, wenn ein Geist, ein Mensch träumt, wird er mit ständig wechselnden Informationen konfrontiert, die aus ihm selbst kommen. Und in dem Moment muss ein Bewusstsein da sein, das diese Informationen wahrnimmt. Ja. Ja, eindeutig. Und wenn ein Bewusstsein etwas wahrnimmt, nennt man das Wachsein. Ja. Das ist ein träumender Geist, ist definitiv wach, weil er was wahrnimmt. Ja. Mit der materialistischen Logik ist ein Geist ja schlafend, wenn er die Außenwelt nicht mehr wahrnimmt. Und wenn er träumt, nimmt er das bloß in sich selber wahr und nennt man das Schlafen. Aber das ist das wirkliche Wachsein. Zu glauben, ich habe mit dem, was ich mir ausdenke, was ich drücke es noch krasser aus, zu glauben, ich habe mit meinen Informationen nichts zu tun, die ich zu sehen bekomme, heißt definitiv, ich habe mit meinen Gedanken nichts zu tun. Und jetzt kommt schon wieder diese Zweiteilung. Ja, mir ist klar, wenn ich was denke, dass ich das mache, wenn ich das denke. Ja. Und wie oft bringe ich dieses kleine Beispiel? Denke mal jetzt an Schneewittchen oder denk an einen Osterhasen oder ein grünes Maßmännchen. Da ist dir vollkommen bewusst, dass du diese Gedanken, diese Vorstellungen in dir schaffst, wo du auch gar nicht auf die Idee kommst, dir jetzt dein grünes Maßmännchen oder den Osterhasen nach außen zu denken. Weil der ist jetzt eindeutig hier und jetzt meine Information, die ich gedacht habe. Wie sieht das aus, wenn du jetzt an Deutschland denkst, an der Erdkugel denkst, an einen Einstein denkst, an einen Sokrates denkst? Es ist kein Unterschied in dem, was ist. Es ist ein großer Unterschied in dem, was du glaubst. Du trennst jetzt nämlich Gedanken, wo dir bewusst ist, die erschaffe ich jetzt. Ich muss natürlich das Wissen von Maßmännchen in mir haben. Ich kann nämlich nur die Sachen denken, wie ich immer sage, dein Intellekt ist keine Datei und du kriegst nur Informationen aus deinem Intellekt und den teilst du nochmal in, das ist da außen gewesen, das war in der Vergangenheit, das ist nur eine Märchenfigur, das ist eine Fantasiefigur. Das sind alles Kategorien, wo du Dinge einteilst. Es ändert aber nichts dran, dass ein Einstein im Prinzip genauso ein Gedanke ist, den du vom Hörensagen kennst, wie ein Rumpelstilzchen oder ein grünes Maßmännchen. Eben, genau, ne. Du musst aufhören, da Unterschiede zu machen. Du musst sogar aufhören, Unterschiede zu machen zwischen hell und dunkel. Es ist nur eine gespiegelte Seite. Zwischen richtig und verkehrt. Das ist das Tastenbild. Ob dir was richtig oder verkehrt erscheint, hängt davon ab, wie du es definierst. Es gibt aber immer eine Gegenseite. Das will ich jetzt auch abhaken, sondern ich will einstatten für dich Geist mit einer kleinen Geschichte. Zwar wichtig ist zuerst einmal, es gibt überhaupt
Es ist vollkommen unmöglich, mit hundertprozentiger Sicherheit, dass du keine Verbesserung von irgendetwas erzeugen kannst, ohne dabei im selben Moment im Hintergrund eine Verschlechterung zu verursachen. Egal, was du besser machen willst, bezieht sich immer auf einen einseitigen Kontext, den du noch mehr herausstellen willst, indem du meinst, du machst die andere Seite weg, die negative. Es gibt aber keinen Wellenberg ohne einen Wellental. Ja. Das heißt, solange du das nicht akzeptierst, ich kann dir tausende von Beispielen bringen in Bezug auf das jetzige Leben der Menschheit, die du dir ausdenkst, dass das immer zu einem Chaos geführt hat. Ja. Und jetzt kommt da mal hier dasselbe, machen wir jetzt eine Demonstration von absoluter Lieblosigkeit. Wir sagen mal, wir gehen nach unten. Wir sagen mal, das Negative ist unten. Das kann man ja austauschen. Tausendfach erklärt. Auch das kann man austauschen. Das heißt, man kann ein bisschen lieblos sein und extrem lieblos sein, herzlos sein, gefühllos sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Pixelmännchen, dieser Udo, den du dir jetzt ausdenkst, sagt, mir gehen die Menschen, sprich Enosch, Medi. Trockennasen auf bei eigener Definition gehen mir vollkommen in meinem Arsch vorbei. Die Menschen und die Menschheit, die du dir ausdenkst, was sind die jetzt? Ja, Gedanke. Diese Gedanken haben keinen Überlebensschuss. Und Freiheit beginnt, wenn du das so hältst wie ich, Geist. Der, der mir am allermeisten am Arsch vorbeigeht, ist der, an den ich denke, der an mich selbst denkt. Ja. Er ist der Unwichtigste überhaupt. Ja. Wer für mich wie wichtig ist, den ich extrem bewundere, das ist der, der mich jetzt ausdenkt. Ja. Weil mich, und das beziehe ich jetzt auf das Pixelmännchen, mich wird es ohne dich gar nicht geben. Aber da ich das immer Selbstgespräche nenne, kippe ich jetzt einmal in eine andere Ich-Form und sage, ich denke mir jetzt den Udo aus. Ich denke mir eine Margot aus, einen Peter aus. Ich denke mir jetzt einen aus, der jetzt vom Computer sitzt, den ich nenne. Ich denke mich selbst aus. Ja. Jetzt passiert aber was Eigenartiges, dass die Lautsprecherstimme, die du jetzt hörst, ja gar keine menschliche Stimme ist. Das sind deine Informationen. Richtig. All das, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig richtig. Und du musst wissen, dass das, was du Menschen nennst, diese Personen, immer nur existieren, wenn du an sie denkst. Ja. Ich gehe mal davon aus, wenn du jetzt aufmerksam zugehört hast, hast du erst in dem Moment als Brösel, wie ich das nenne, zu existieren begonnen, nachdem ich ausgesprochen habe, ich denke mich jetzt auch den aus, der sich dieses Video super, ausdenkt. Super, ja, genau. Ich denke an mich. Bist du schon ich? Bist du schon dieses Ich? Und das ist jetzt vollkommen gleichgültig, an wen du denkst, wenn du an dich denkst. Das Ich ist immer dasselbe. Das ist der vom Bücherregal, der anfängt halt irgendein spezielles Leben zu leben. Ja. Ja. Lass mal jetzt gleich weg. Und jetzt erzähle ich eine kleine Geschichte mit dieser Herzlosigkeit. Dass jetzt nämlich das mit den zwei Seiten, umso herzloser dir einer erscheint, umso böser dir einer erscheint oder etwas erscheint, ist im selben Maß deiner Definition von Negation, von böse, von schlecht, von verkehrt, im selben Moment auch quantitativ gesehen genauso was Positives dabei. Genau. In meinen ganz alten Beispielen habe ich immer wieder gesagt, solange du jetzt normal materialistisch denkst, in diesem Sinne, Geld erhält mich am Leben, ich sage, das Geld ist eine Sau, hat dir jeglichen Ort vom Verstand aus der Birne rausgeblasen. Ja. Ist es definitiv so, dass ich sage, wenn ich jetzt ein Sechser im Lotto oder wie auch immer zu einer App-Stamm komme, ich mache es einmal richtig krass, über 20 Millionen Euro, dann wird jeder normale Mensch, normal normierte Mensch, tiefgläubiger Materialist, auch wenn er sich Christ oder Moslem was nennt, der wird erst einmal sagen, das ist gut, es gibt mir Freiheit, es gibt mir Sicherheit. Und jetzt mache ich was anderes, du kriegst zum Arzt rennst, der Krebsdiagnose, mein Standardbeispiel, du hast nur noch 14 Tage maximal zu leben. Das ist was ganz was Negatives. Und du wirst jetzt auf den Geist bezogen sehen, okay, in 14 Tagen habe ich die Scheiße weg, weil ich wach. Ja. Ich bin auf die nächsthöhere Ebene. Mhm. Das klingt so unglaublich und genau dieses Unglaublich müssen wir jetzt etwas genauer sehen mit dem Plus und Minus. Und zwar erzähle ich eine kleine Geschichte und das ist, du bist der Einzige, der das hört, das betone ich jetzt. Nur du Geist erlebst das, was du aus dem Worten machst, hängt davon ab, wer du zurzeit zu sein glaubst.
Ja. Das ist das, was ich immer wieder wiederhole. Ob du einen Zeitungsbericht liest, ich nehme einen und denselben Zeitungsbericht und lasse das 1000 verschiedene Menschen lesen, jetzt in deiner normalen Logik gedacht, und jeder wird aus denselben Worten sich, obwohl da nur Namen dastehen, sich andere Charaktere, andere Menschen ausdenken. Jetzt mache ich die erste kleine Geschichte für euch. Das nehmen wir mal. Ich bin auf einen kleinen Geburtstag eingeladen. Mhm. Die ist Mitte 60. Die Frau, die nehmen wir jetzt einfach mal Irene. Mhm. Und zurzeit ja ganz schwer reden mit meinem Hals. Ich mache jetzt eine brüchliche Geschichte. Man merkt es, hoffe ich. Ja, ja, ja. Und ich will dann trotzdem kurz auftauchen. War Nadja und der Holger dabei, bei unserer Irene. Und sie hat Besuch gehabt von ihrer Tochter. Und das ist natürlich für Mutter oder je nachdem, man fühlt sich, das Ego wird sofort verteidigt. Die war schon mal zu Besuch da, wo ich eine ganz klare Sichtweise, wo ich sagte, pass auf, deine Tochter ist 36. Mhm. Interessanterweise, die wird ohne Probleme als 24-Jährige durchgehen. Die sieht aus wie eine 24-Jährige, 36 und hat den Verstand von einer 12-Jährigen. Oh. Mhm. Da ist nichts. Mhm. Okay. Wir kommen mal kurz zum Frühstück, weil die hat Leute eingeladen und gesagt, ich will weg, weil sonst rede ich wieder so viel, aber ich wollte sie doch kurz grüß Gott sagen. Und dann mache ich so den Standard absichtlich in Bezug, weil ihre Tochter dabei ist, weil eine Irene oder eine Nadja oder eine Holger haben diese Sätze, die ich immer wieder vor jedem Selbstgespräch mit Holger nicht nötig, mhm. mache ich nochmal diese Kindergartenaussage, die ich normalerweise nie bringen würde. Mhm. Dass ich immer sage, ich erkläre alles, was ich erkläre, dürfte es nie vergessen. Ich erkläre es dem, der sich es ausdenkt. Das heißt, ich erkläre es dir. Mhm. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, wenn ein Holofeeling-Selbstgespräch in dir auftaucht, es geht nur um den Geist, nicht um die Person, an die du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Du wirst nämlich feststellen, dass du wirklich all diese Leben leben musst. Nimm das einfach hin. Ja, ja. Es ist, ob du es glaubst oder nicht, du wirst irgendwann mal merken, meine Elementaraussage mit Holofeeling baut auf einen hundertprozentig sicheren, überprüfbaren Fakt auf. Da kommt ein Faktum, ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Die sind nicht diskutierbar. Und wenn das einer nicht wahrhaben will, hat er entweder noch sehr, sehr viel zu erleiden oder es ist einfach nur eine geistlose KI. Mhm. Wie ich das nenne, ein nur Intellekt, ohne Geist. Ja. Oder so unreif, dass man das noch gar nicht Geist nennen kann. Mhm. Das ist immer wie in der Symbolik deines Lebens, vom Säugling bis zum Greis bist du immer derselbe Mensch. Aber wenn du halt ein Säugling bist, ich sage 4 Wochen alt, was will ich dir erklären? Ja. Ja, okay. Das definiert man, dass da ja noch nicht einmal der Ich-Bewusstsein da ist. In Bezug auf den Körper. Mhm. So, wir uns jetzt ein Säugling aus. Ja, ja. Mhm, ja. So, auf jeden Fall. Und jetzt kommt was Schönes, dass ich diese Standardsätze erkläre, die fast vor jedem Selbstgespräch da sind. Und was eigentlich ein Witz ist, was ich in der Einfachheit nie mache, wenn ich jetzt mit Irene, Holger und Nadja zusammen bin, weil wir über ganz, ganz andere Sachen sprechen. In der Stufe. Ja. Mhm. Und dann sage ich, ich schaue die ganze Zeit die Irene an und dann sage ich, Irene, eins muss dir klar sein. Du hast natürlich immer noch das Muttertier-Programm in dir laufen. Und die ganze Zeit sitzt ihre Tochter mit dorten und hat mir überhaupt nicht zugehört. Sie sitzt und glotzt in ihr Handy. 12-jährig. Es gibt Wichtigeres zu tun, wie sich den Deppen anhören. Hat sie eh schon genug, sag ich mal, dass ihr Mama in einer Sekte ist. Das ist immer so, diese Sache, versucht doch mal einzutreten. Das ist in Köpfen drinnen. Das ist Meinungen, wo Menschen vertreten, wie aus der Luft gegriffen. Mhm. Und dann deutlich auf ihre Tochter und so, eins muss dir klar sein, Irene, das passt mit einem Mutterprogramm oder nicht. Dieses Ding da, oder deutlich auf ihre Tochter, ist ein vollkommen geistloser Zombie, der hat nicht die geringste Überlebensschutz. Ich bin bei der Demonstration von Geistlosigkeit. Interessanterweise, wie in einem Videospiel eine programmierte KI auf gewisse Sachen reagiert, das hat sie reagiert. Dann schaut sie hoch und natürlich entsetzt. Mhm. Das war offensichtlich, denke ich mir, jetzt tief beleidigend. Jetzt müssten wir wissen, dass also KIs durchaus reagieren können. Ich sage, spiel einmal Gideon, geh durch die Straße und dann laufen Leute an dir vorbei und dann zieh eine Waffe raus. Und das sind ganz primitive KIs. Das registrieren sie komischerweise und dann laufen die Menschen vor. Und dann habe ich das erklärt.
mit den zwei Hälften, mit der Lieblosigkeit. Ich sage, das ist keine Lieblosigkeit, wenn du Geist bist, wirst du mir dankbar dafür sein, dass ich dich darauf hinweise. Und da ich das jetzt das nur den Geist erkläre, der uns alle ausdenkt, wenn du dieses Programm hast, wenn du Geist bist, wirst du extrem beleidigt, massiv beleidigt reagieren. Das zwingt dir deine Logik, dein Programm auf. Mhm. Leid erzeugst du immer selber, weil dein Programm auf irgendwas reagiert und das nicht so haben will. Aber ich sage dir jetzt, was ein Fakt ist, wenn du Geist bist und dieses Leben durchlebst, von diesem Ding da, an das du denkst, wenn du jetzt an dich denkst, wird, wenn du auf der Seite, ich sage, im Leben so weit fortgeschritten bist, wie die Mutter, die du dir jetzt ausdenkst, die Irene, dann bist du auch ein altes Suppenhuhn, wird von dem Ding, an das du jetzt denkst, nur noch ein Gedanke da sein, wo du sagst, Mensch, war ich damals noch hübsch. Mhm. Mhm. Bei mir schon wieder von ausgedachten Säugetieren reden. Mhm. Und wenn ich auf eine 36-jährige Deutsche und sage, hier, du bist ein vollkommen geistloser Zombie in Bezug auf diesen Körper mit dem Gehirn, das ist ein reiner Mech-Animus. Muss. Hat keine Überlebenschance, weil spätestens, wenn du 60 bist, ist von dem Ding bloß noch ein Gedanke über, wenn du ihn denkst. Ja. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Eben. Ja. Vom Säugling bis zum Kreis, da steckt alles drin. Es macht auch keinen Sinn, diesen Verwandlungsprozess aufhalten zu wollen. Ja. Mhm. Das heißt, diese angeblich demonstrierte Lieblosigkeit, ich sage, genau diese Watschen sind nötig, dass du wach wirst. Ja, genau. Mhm. Aber wach werden kann nur der Geist, der sich mit einem sterblichen Säugetierkörper verwechselt. Ja. Du bist nicht dieses Gehirn. Zu glauben, dich gibt es nur, weil da ein Gehirn und ein Körper ist. Das ist so unendlich geistlos, wenn man das einmal wirklich durchschaut hat. Und jetzt komme ich, ganz wichtig, springe ich in einen komplett anderen Bereich, der aber genau das aussagt. Und zwar sind es die mit diesen Meinungen. Und ich benutze jetzt einmal das Wort Daniele Ganser. Egal, was du bei dem Wort denkst. Ja. Ich habe in unseren Chat auch reingestellt, dieses Video, wo ich dieser NDR-Bericht wieder in den öffentlich-rechtlichen Fernsehen war, im dritten Programm. Mhm. Und wenn man hier sich beschäftigt, das sind ja immer Meinungen. Mhm. Die sind so unendlich entsetzt. Das Erste, was ich dir sage, du hast zurzeit in deiner Traumwelt wirklich absolut den Zustand im Nazireich. Es ist hochgradig manipulative, faschistische Logik ohne Schutzzuweisung. Ja. Weil jetzt kommt Holofeeling. Bei Holofeeling geht es nicht, ob was richtig oder verkehrt ist. Genau. Was dir richtig oder verkehrt erscheint, hängt von der Logik ab, die du zum Denken bringst. Genau. Die macht dich geistig. Die macht dich zu einer Maschine, die funktioniert. Ein Mech-Animus. Mhm. Genau diesen Glauben, das ist Glauben, das ist der Sinn dieses Lebens, den musst du durchschauen. Mhm. Dazu musst du einfach nur schauen. Ich betone nochmal, Holofeeling mischt sich überhaupt nicht in dein Leben ein. Ich animiere dich, dir klarzumachen, was bin ich selbst und was sind meine Gedanken, sprich, was sind meine Informationen, warum ist es das da, was jetzt da ist? Weil ich es erlebe. Ich bin das verbindende Parameter für alles, was ich mir ausdenke. Diese Sachen, die ich mir ausdenke, wird es ohne mich gar nicht geben. Es gibt ohne mich kein heliozentrisches Weltbild und keine Erdkugel. Und wenn ich nicht daran denke, zu glauben, es ist hundertprozentig sicher, dass ein Gedanke auch dann da außen existiert, wenn ich ihn nicht denke. Ich sage, er ist da auf der Datei. Er ist eine Facette aus einem Leben, auf einer Seite, in einem Buch, in einer unendlich großen Bibliothek voller unendlich vieler Bücher. Eben. Genau, gute Metapher. Die immer, alle gleichzeitig sind. Ja. Wenn dir das jetzt logisch erscheint, wenn ich sage, der im Meer ist, der immer ist, zeitlich, jetzt, ist all die Wellen, die er in sich aufwirft. Und diese Wellen wird es ohne ihn nicht geben, Geist ist eben. Ja. Und wenn wir etwas aus uns heraus herausheben, das ist immer bloß eine Seite und die Gegenseite bleibt im Hintergrund. Das ist die Kamera Obscura. Im Obskuren, im Krishna, im Schwarzen. Ja. Die Sprache, das Prinzip und diese Botschaft richtet sich in keinster Weise an irgendwelche Affen, die du dir ausdenkst. Ich kommuniziere nicht mit Gedanken, die ich mir selber ausdenke. Ich kommuniziere nicht mit irgendwelchen Säugetieren. Richtig. Sondern mit dem, der sich das ausdenkt. Ja, das ist es. Ganz jetzt kannst du nur schon, inwieweit deine Logik, deine anerzogene, extrem fehlerhafte Wissen, wie sehr das gegen diese Erkenntnis rebelliert.
Du wirst jetzt als Brüssel unter Brüssel merken, da wirst du den Mund halten, weil die große Masse breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Das stimmt. Aber du musst ihn nicht einmal drohen. Wie will ich einen Gedanken von mir drohen? Ich kann einen Gedanken von mir nicht am Leben erhalten. Der existiert, wenn ich ihn denke, und jeder neue Gedanke, das ist ein so simples und einfaches Spiel. Frag dich einmal eventuell, was in dir drin ist, dass du das nicht wahrhaben willst, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Und wenn du jetzt nur irgendein anderer Mensch bist, der mich jetzt nicht sprechen hört, ist es eh wurscht. Mhm. Es ist eh bloß in einem Traum, ein geistloser Zombie, eine Welle, die auftaucht und wieder verschwindet, die aus mir auftaucht und wieder mich reinfällt. Mhm. Mhm. Und es lebt nur einer, das heißt, ich bin du. Das ist, ich merke immer wieder diese Wiederholungen, dieses Zeug, und jetzt komme ich hier nochmal zu diesem sich aufregen über den Daniele Ganzer. Dieser Bericht, rechtsradikaler Faschist, Manipulateur von Menschen und bla 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 bla. Ich in Überlingen, ich denke mir jetzt diese Zonen in Überlingen, wo hier eine große Demonstration war, wo die mit Plakate auf die Straße die Omas demonstriert haben, dass dieser rechtsradikale Fanatiker keine Rede halten darf in Überlingen. Und jetzt frage ich dich, Omas gegen rechts. Können diese Menschen in irgendeiner Form sich jemals eine Rede von den Daniele Ganzer angeschaut haben? Nee. Gewiss nicht. Es ist ein so demütiger, liebevoller Mensch, der sich so gewählt ausdrückt, der die Lebensgeschichte, wenn man anschaut, jetzt kommt aber ein ganz großes Problem. Das ist das stochastische Denken. Ja. Bei Holofeeling ist es wesentlich komplexer. Du hast keine Vorstellung, du Geist, wenn ich jetzt immer wieder sage, das Wissen deiner Menschheit, das komplette Wissen deiner Menschheit ist für mich das Wissen von einer Schimmelpilzkolonie. Und wichtig ist, ich behaupte, dass ich du bin. Du hast es alles vergessen, es ist aber in dir drin. Du hast es deshalb vergessen, weil du dich mit nur einem einzigen Gedanken verwechselst, wo du sagst, das bin ich und alles andere bin ich nicht. Du hast noch nicht einmal das Wort Holofeeling verstanden. Als Jesus habe ich gesagt, nehme ein Holz, spalte das Holz und du siehst mich. Ja. Mhm, eben. Schau einen Stein an und du siehst mich. Du siehst eine Facette von mir. Ich bin immer Elhayom, UB 86 Elhayom. Und jeder Gedanke, der in mir auftaucht, wird von mir, aus mir erschaffen und ist ein Teil von mir selbst. Irgendeine kleine denkbare Facette von unendlich vielen Facetten, die du denken kannst, die im nicht gedachten Zustand ein lückenlos zusammengesetztes Kontinuum ergeben. Das ist das, was ich sage, unendlich viele Puzzlestückchen, die ein Uni sind. Und jede Gedankenwelle, die auftaucht, ist ein Universum, das in eins gekehrte. Das bedeutet Nibale. Und das Ganze spielt sich in einem Kosmos ab, da muss ich nur wissen, dass Kosmos eigentlich Ordnung heißt. In einer göttlichen Ordnung, die nie zerstört werden kann. Mhm. Ich lasse das mal weggehen, dass ich bei dem Gott mir irgendeinen Weißbärtigen in den Himmel hochdenke, irgendeinen guten Schöpfer. Ein ausgedachter Schöpfer ist kein Schöpfer, sondern ein Geschöpf. Danke. Ja. Genau. In dem Schöpfer haben wir schon das Schind, wenn wir wegmachen, das Opfer mit drin. Ja. Mhm. Muss jeden von mir, jede von mir ausgedachte Facette, jeden Gedanken muss ich wieder opfern, zurückgeben, dass ich eine neue Facette in mir aufbauen kann. Ja. Das ist also ein simples, einfaches Spiel, aber ich komme jetzt mal zurück. Und zwar landen wir dann irgendwann nochmal bei meinem Klingelingeling-Beispiel. Du hast nicht die geringste Vorstellung, wo jedes dieser Beispiele sind, hunderte kleine Beispiele, die man meint, verstanden zu haben, wenn ich es erkläre, wie unendlich tief die sind. Und jedes meiner Elementarsätze zerstört das komplette Denken der Menschheit, die du dir ausdenkst, entlarvt es als einseitige Lügen. Egal welchen Philosophen du mir bringst. Die zwar alle Recht haben, das ist die erste Betonung. Du wirst von mir nie hören, wenn was in dir auftaucht, dass das nicht wichtig wäre und dass das nicht richtig wäre. Aber es sind Einseitigkeiten. Das ist wie der Henkel ist rechts und der Henkel ist links. Ja. Oder tausende Mal erkläre ich, wenn du von einer Kollektion sprichst, an was denkst du, wenn du an eine Stadt denkst? Ich gebe dir die klare Antwort, dann denkst du das Wort Stadt. Dieses Geräusch, das du jetzt angeblich aus einem Lautsprecher hörst, als sinnlich wahrgenommene Information, du träumst jetzt, das kommt nicht von außen, sondern das kommt aus dir. Und dann ist nur das Wort Stadt da. Ja, aber an was denkst du dann? Ja, an das Wort Stadt. Erklär es mir, was ist eine Stadt? Was ist das? Und jetzt kannst du Tausende und Abertausende von Worte von dir geben,
um die Stadt zu beschreiben. Ja. Kommst nicht zum Schluss. Das ist doch. Diese Erkenntnis musst du zuerst einmal haben, dass all das gleichzeitig da ist als Kollektion. Immer nur eine winzige Facette. Und meinen dann, die ist richtig. Das sind die einseitigen Rechthaben. Das heißt, dir wird immer mehr die vollkommene Geistlosigkeit dieser Folterten bewusst, die du dir ausdenkst. Ich schuld es allen voran, der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Weil dieses Programm, das sich noch zwingt, an dich zu denken, es ist ein Spiel, da kannst du keinen retten. Also zu behaupten, Holofining ist eine Sekte, wo Leute, mich interessieren diese Leute, diese Medim, MT, Gestalt von den Erscheinungen des Meeres, das hebräische Wort für, sage ich immer wieder, heißt eigentlich Tode. Lass die Toten ihre Toten begraben. Ich erkläre seit 2000 Jahren, die nie 2000 Jahre lang gedauert haben, ein und dasselbe in unendlich vielen Variationen. Ja. Und was erkläre ich dir eigentlich, dass du ich bist? Ja. Du willst es einfach nicht wahrhaben. Du bist der, der sich das Gespräch jetzt ausdenkt. Ja. Ja. Und jetzt ein ganz wichtiger Satz. Tausendmal sage ich, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann taucht in dir eine Information auf, das ist dein momentaner Trockennasenaffenkörper, der du zu sein glaubst. Das bist du nicht, sag ich. Jetzt drehen wir das einmal rum. Ich frage dich jetzt, ich rede nur mit dem Geist, der uns jetzt ausdenkt, der sich alles ausdenkt. An was denkst du ab jetzt, wenn du an dich selbst denkst? Dann denke ich an den, der sich alles ausdenkt. Ja. Ich denke ab jetzt nicht mehr an diesen Brösel, sondern an den, der sich's ausdenkt. Und ich mache dann immer noch die Verbesserung dazu. Der bin ich natürlich auch nicht. Genau. Sondern ich bin der, der sich den ausdenkt, der sich alles ausdenkt. Jetzt komme ich dann die 5 Stufen, wo ich nicht erreicht bin, dass ich merke, ich bin eigentlich etwas, das gar nicht existieren kann als Ding an sich. Ja. Eben. Jetzt hast du begriffen, dass du ein ewiger Geist bist. Die Quelle. Der nur seine eigenen, von ihm selbst erschaffenen Informationen erlebt. Und das ist jetzt ein riesengroßer, großer Unterschied, ob dir das logisch erscheint, wenn man es oft genug hört, 20 Jahre, immer wieder tausende Male, plötzlich sagt man heute, es ist ja so, dann erscheint dir das logisch. Aber dann hast du das noch lange nicht. Ja, das ist genau. Der Erste, der das mitkriegt, wenn das installiert ist, dann hast du nämlich vor nichts und niemandem mehr Angst, schon gar nicht vom Sterben. Und du wirst dich über nichts und niemandem mehr aufregen, nicht einmal über Schmerz und über Krankheit. Weil du jetzt genau feststellst, es gibt keine Wellenberge ohne Wellen dort. Genau. Du kommst in einen Zustand des absoluten Einverstandenseins. Das Ayin von dem Hebräischen macht man, dass du plötzlich verstehst, was das Nicht-Existierende ist, aus dem alles Existierende entspringt und wieder zurückkehrt. Ja. Jetzt hast du verstanden, was das Wort Gott bedeutet. Ja. Jenseits all dieses ganzen geistlos nachgeäfften religiösen Geschwätzes, ob das Buddhismus, Christentum, Judentum ist, erinnere dich an die Bilder, die ich dir gezeigt habe mit dem Hospitalismus. Oh ja. Die sind uniformierte Affen, die wir uns ausdenken, wenn wir jetzt an ultraorthodoxe Juden denken, die an der Klagemauer stehen. Ja, ja. Uniformierte Affen, die sich rosane Gewänder anziehen und in den Klostern sitzen. Diese Religionen im Kern, in den Heiligen Schriften, beschreiben genau das, was ich dir erkläre. Ich erwähne das und allen voran kommt jetzt die Naturwissenschaft. Und du hast gewiss in deiner Rolle das Volumen. Das Volumen, was wir als Rauminhalt sehen, ist ein Traum, ein T-Raum, ein Trauminhalt, kein Rauminhalt. Heißt Volumen auch Rollen und ganz nebenbei ist in dem Wort Volumen ist es Licht mit drin. Ja. Und Licht ist nichts Ausgedehntes, weil Licht bewegt sich nicht durch Raum und Zeit. Ja. Das kannst du in jedem Physikbuch nachlesen. Die reinen Formen schreiben das vor. Deine Physiker sehen das anders, weil es geistlose Affen sind und das Prinzip nicht verstanden haben. Die können das auch nicht verstanden haben, weil diese Physiker, die du dir jetzt ausdenkst, sind schon wieder irgendwelche Dinge, die du dir ausdenkst, die erst dann entstehen, wenn du sie denkst, hier und jetzt in deinem Kopf und die genauso sein werden, wie du sie denkst. Ja. Entscheidmächtig. Jetzt frage ich dich, da gibt es einen riesen Dialog in einem dieser Bücher von UB, Ohrenbohrungen. Wie viel Ahnung kann ein Mensch
von irgendeinem Fachgebiet haben, der nur deshalb eine Ahnung hat, weil einer, der ihn erschafft, der ihn ausdenkt, diesen Menschen, ihn sich so ausdenkt, dass er sagt, der hat die totale Ahnung von Physik. Die Beurteilung von der Ahnung in irgendeinem Fachgebiet eines ausgedachten Menschen erfordert, dass ich selber von dem Fachgebiet eine Ahnung habe. Ich kann jetzt bewerten, ob ich eine Ahnung habe, wenn ich selber von diesem Gebiet eine Ahnung habe. Erst dann kann ich überprüfen, ob er wirklich von dem Gebiet was weiß oder nicht. Ich muss jetzt einmal wissen, was richtig und verkehrt, was in einem Gesamtkontext eigentlich Physik bedeutet, wenn ich dann irgendeinen bewerten will, nur weil da ein Professor der Physik auftaucht. Und ich unheimlich viel Wissen, das ist die Sache mit der Kiste vom Physik zuspreche. Weil der Professor ist, ist das unheimlich logisch, aber kann ich das überprüfen, wenn ich keine Ahnung habe? Ob das auch wirklich stimmt? Für mich ist es nicht so, sonst wäre ja kein Professor der Physik. Ja, ist sich selbst logisch. Ne? Ich merke, es wird, die Verbindung wird jetzt immer mehr abreißen. Ja. Was aber nicht heißt, dass wir getrennt werden, sondern dass wir eins werden. Ja. Schön. Das heißt, wenn der Udo nicht mehr in dir auftaucht, dann musst du wirklich das allein verstehen. Ich bin bloß ein Wegweiser. Ja, das ist gut. Ich bin ein Wegweiser. Mhm. Ich komme jetzt ganz kurz hier mit dem Richtig und Verkehr. Du musst wissen, es verwirklicht sich in dir auch in der Realisierung dein Glaube. Das ist, ich mache so extreme Vereinfachungen, wenn ich die Computerspiele nenne. Das, was du glaubst, wenn du jetzt zum Beispiel machen wir aktuell die Ukraine-Krise. Mhm. Du kennst das, gehe ich einmal davon aus, nur aus Medien und ein bisschen, ja. Oder wo du dich halt informierst. Du kannst ja auf Schwuppler-Seiten gehen, die beschreiben dir da ein ganz anderes Szenario mit ganz anderen Schuldigen. Mhm. Ja. Du kannst weder das eine noch das andere beschwören. Ich sage aber, du könntest das jetzt überprüfen, aber da hast du das nächste große Problem. Ja. Eine große Erkenntnis in Holofeeling, du bist wie ein Computer mit einem Programm und einer VR-Brille und du kannst auf deine VR-Brille nur das hören, was auf deine, nur das zu sehen bekommen, was auf deinem Programm drauf ist. Das heißt, du kannst nur das realisieren, was du glaubst. Ja, klar. Und wenn du jetzt zum Beispiel glaubst, dass ja der Jesus noch mal existiert, weil der gestorben ist, wirst du den jetzt gar nicht auf die VR-Brille holen können. Das ist so ein Beispiel. Und wenn du jetzt sagst, gut, ich überprüfe das und ich fahre in die Ukraine, ich kann ja da hinfahren, dann schaue ich selber nach, ob die mich anlügen, ob die Schwuppler recht haben oder ob die offizielle Presse recht hat. Wirst du auf deiner VR-Brille nur das verwirklichen, was du eh schon in diesem Innern glaubst, was aber letzten Endes nur eine Einseitigkeit, eine Perspektive ist, die du geistlos nachhäffst und wo du dir selber einredest, das ist eine seriöse Informationsquelle, die sagt die richtige Seite. Einsatz in Holofeeling, egal welche Internetseite du mir als Beweis bringst, welches Video, ich zeige dir tausend Internetseiten und Videos zum selben Thema, die dir das genaue Gegenteil oder was ganz was anderes erklären. Das geht schon los, ob die Erde Kugel, wir hatten noch mal eine Zeit lang das Thema mit dem Flacherde, dem Flat. Und da kannst du dann Aufnahmen und Videos sehen, wo hineingezoomt wird in Amerika am Bodensee. Sieht man jetzt diese, bei der Erdkrümmung, diese Ortschaft in so und so 80 Kilometer Entfernung oder nicht? Ja. Und ich zeige dir Videos, wo du sagst, das zum Beispiel, diese Aufnahmen, das sind nur Videos. Es beweist gar nichts. Wenn du selber probierst, ich zeige dir das so oder so. Mach mal den Bodensee ganz aktuell. Ja, Konstanz Bregenz. Genau. Konstanz Bregenz. Ist rein erdkugeltechnisch nicht möglich, dass du von Konstanz nach Bregenz siehst. Siehst du jetzt Bregenz oder siehst du es nicht? Ich zeige dir Videos, wo man sieht und ich zeige dir, welche, wo man sieht nicht. Genau, ja. Aber es bleiben einfach nur zwei sich widersprechende Behauptungen in Form von Buch- oder Filmaufnahmen. Stimmt, ja. Und wenn du es jetzt selber ausprobierst, wird sich in dir nur das realisieren, die Seite, die dir logisch erscheint. Ja, der Glaube. Das heißt, wenn du jetzt ganz blind zuerst als erstes hier diese faschistischen Gamser-Behauptungen kriegst und du würdest hier den dir selber überprüfen, wird der mit ziemlicher Nicht, da gibt es immer Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Im Prinzip von Holofeeling wird er dann so in die in Erscheinung treten, wie du eh glaubst oder weißt, dass er ist. Ja. Das heißt, du musst dann Zustand kriegen, dass du vollkommen dein Wissen vergisst und erst dann kannst du wertfrei schauen. Ja. Total. Das ist eine Sache mit dem Assad, mit dem Ahmadinejad. Ja. Wenn ich solche Sachen sehe, dass da ja noch die Rede sogar
Die komplette Rede hier bei den Vereinten Nationen von dem Typen als Schrift veröffentlicht wurde. Ja. Du hast dann Zeitungsberichte im Spiegel und im Stern, wo die sagen, die Abgeordneten haben bei dieser Hassrede den Saal verlassen. Ja. Und dann schaust du dir die Rede an und der spricht von Liebe und von Gott. Ja. Und Verzeihen. Ja. Die sagen, bei der Hassrede haben die den Saal verlassen. Das ist aber viele in einem Führerscheinprüfungsbogen. Das will den leeren und den vollen Krankenhäusern, gell? Dasselbe in Grün. Ich kann bloß sagen, unser Krankenhaus war leer, von dem, was ich vom Hörensagen kenne. Ich kenne es nur vom Hörensagen. Ja, aber meine Frau lügt mich ja nicht an. Es war nicht nur leer, sondern in 20 Jahren, wo die im Krankenhaus arbeitet, ist ein Jahr lang, das erste Mal in 20 Jahren, wo die in Zwangsurlaub geschickt wurde, weil keine Arbeit da war, das war genau zu der Zeit, wo angeblich überall im Fernsehen gelaufen ist, dass es absolut überlastet ist. Kann man euch alles erklären. Wahnsinn. Und jetzt kannst du, ob jetzt das Corona böse war oder nicht böse war, du sollst, ich sage mal, dreh es um 180 Grad und jetzt ist es wichtig. Egal, was du zur Zeit für ein Anhänger warst, von der Seite oder der Seite. Das ist sehr wichtig. Hättest du nämlich die Logik von den anderen, würde deine Logik nämlich genau dir das vollkommen logisch suggerieren und auch so aufbauen. Genau. Ein Klingeling-Beispiel. Was hat es mit dem Klingeling-Beispiel zu tun? Dieses Klingeling-Beispiel ist auf Hunderten von Selbstgesprächen drauf. Ich höre ein Klingeln, ich frage dich, warum klingelt das jetzt? Das ist mein Telefon, mich ruft jemand an. Diese Kausalkette, die sich in dir aufbaut mit der materialistischen Logik, ist schlichtweg und einfach die größte Falle, die ich in deinem Führerscheinprüfungsbogen-Trauma erschaffen habe. Weil das so unheimlich logisch ist. Ja. Es ist alles, was man dir erzählt in Religion und in Physik und in Chemie, so unheimlich logisch und angeblich hundertprozentig sicher bewiesen. Ja. Mit Experimenten. Ich bin so oft auf das Wort Experiment eingegangen. Ja, genau. Es ist ein vor sich hinfabeln von Lügen. Im Anfang ist das Programm. Es ist ein vollkommen neues Weltbild, die Matrix. Ja. Und du wirst, wenn du ein Computer bist, statt an träumenden Geist, wirst du nur das zu sehen bekommen, was in deinem Arbeitsspeicher du anschaust. Wir hauen einen Film rein, wenn der Film drin ist oder das Videospiel ist, alles, was prinzipiell auf dem Bildschirm auftauchen kann, optisch wie akustisch, ist gleichzeitig auf dieser Datei. Das musst du irgendwann einmal installieren. Es ist die absolute Gleichzeitigkeit von allen zusammengesetzt wie ein Puzzle und dann die ganzen Puzzlestücke nochmal so verschmolzen, dass es eine Einheit ist, ein lückenloses, das nennt man ein Kontinuum, ein lückenloser Zusammenhang. Ja. Und das Erste, wenn wir uns jetzt da viele Facetten reindenken, das wären jetzt auf der DVD oder der Dating, man zerst auch nur Bits 1 und 0 in einem unendlichen Wechsel. Und das sind jetzt nur Unterschiede. Mehr machen wir noch nicht, dann ist es kein Kontinuum mehr, sondern schon ein Kontinuum, das in Einzelteile aufgeteilt wird, die noch sehr abstrakt sind. Und egal, was in dir auftaucht, auf dem Bildschirm auftaucht, ist nur eine Facette, die wir herausheben, die wir genau genommen gar nicht herausheben, sondern wir schauen in dieses Ding ganz bestimmte Punkte wieder an. Und jetzt sage ich, schnipp, jetzt denkst du ganz gezielt auf den Monitor, schau den Rand von dem Monitor an und schau über den Rand von dem Monitor in das Zimmer rein. Wo war das die ganze Zeit? Es war hundertprozentig sicher auf deiner VR-Brille. VR-Brillenbeispiel. Du siehst nur das, was du anfokussierst. Das ist mit dem Tastenbeispiel. Ja. Das ist eigentlich hier. Kleines, wir machen lückenlos weiter. Schön. Du siehst nur, dass das erkläre ich immer und immer wieder. Es erscheint auch logisch. Das Schöne ist, wenn alle aufmerksam zuhören, wenn ich Holofeeling erkläre. Ist das absolut verrückt, dass die immer nicken? Aber muss ich im normalen Alltag das immer wieder vergessen? Diese totale Gleichzeitigkeit von allen Dingen. Aber ich will nochmal auf das Daniele Ganser Beispiel zurückkommen. Das also jetzt hast du mal, ich muss wertfrei schauen, ich muss einfach schauen, was da ist. Jetzt ist es ein Gedanke oder ist es eine sinnlich wahrgenommene Information. Und dieses Klingeling-Beispiel, ich entschuldige meine Redeart, weil, wie gesagt, ich habe als Brüssel-Udo zurzeit ein Limit. Es ist definitiv so, dass das so extrem tief ist wie jeder andere Satz, den ich mit Holofeeling auch erwähne.
ich betone beim Klingeling-Beispiel, wir machen zwei Seiten, gibt es natürlich dann noch 4 und 8 und 16, aber wir machen nur diese Hauptseiten. Die erste Behauptung, wo ich immer wieder sage hier, das ist eine Behauptung eines Zweiten, der erklärt dir was, der sagt, es klingelt, weil da außen einer ist, der mich anruft. Der, der jetzt gedacht wird, der mich anruft, an den denke ich ja nur, weil es bei mir klingelt. Das heißt, ich habe einen Reizauslöser und aufgrund dieses Reizauslösers erkläre ich mir mit meiner materialistisch geistlos nachgeäfften Logik im wahrsten Sinne des Wortes, was die Ursache ist, dass es klingelt. Was mir dabei nicht bewusst ist, dass ich aufgrund dieses Reizauslösers, dieses Geräusches, das Klingeln ist jetzt einmal ein Geräusch und Geräusche kann ich in Form von Buchstaben ausdrücken, lautmalerisch, wie man das nennt, kann ich auch Einstein oder Sokrates oder Jesus nennen. Und dann denke ich an was, was angeblich schon da war, bevor es ich gedacht habe. Genau. Ja. Das ist unheimlich logisch, aber es ist absolut geistlos nachgeäfft. Und jetzt drehen wir es um 180 Grad und ich sage, wir machen jetzt diese Computermetapher. Es taucht in dir ein Reizauslöser aus, ein Wort, ein Geräusch und es zwingt dich, dieses Wort zwingt dich, in dir da steht die Information und du denkst jetzt, wer ruft mich jetzt an? Haben wir 1000 Mal durchgespielt. Und bei jedes Mal, wenn ich dieses Klingeling-Beispiel erwähne, weise ich darauf hin, dass ich dir jetzt nicht erkläre, dass die eine Seite richtig ist und die andere Seite verkehrt ist. Welche Seite dir richtig erscheint, ist welche Seite dir logisch erscheint. Ja. Bitte lass es jetzt auf dich wirken. Das heißt, immer wieder erwähne ich, du beobachtest deine Informationen, taucht jetzt in dir irgendeine Diskussion auf. Gleichgültig, ob du als Brösel unter Brösel dabei bist oder ob das im Fernsehen eine Fernsehdiskussion ist. Mach dir zuerst einmal bewusst, wo dein Programm innerlich Beifall klatscht, wo dein Programm sagt, das stimmt, das ist richtig und wo deinem Programm die Haare dir zu beigestehen lassen. So ein Blödsinn, wie kann man sowas bloß glauben? Hunderte Male erwähne ich das. Und dann bringe ich das Klingeling-Beispiel und dann sage ich jedes Mal dazu, es geht hier nicht darum, welche dieser beiden Möglichkeiten, was stimmt jetzt? Es wird für dich das stimmen, was dir logisch erscheint. Ja. Dein ganzes Leben lang hast du gesagt, ich wurde von meiner Mutter geboren und die war schon da, bevor es mich gegeben hat. Ist doch logisch. Und wenn mein Telefon klingelt oder ich höre Gong, dann ist die Ursache, weil da außen eine Kirchenglocke ist, die schlecht. Und ich höre ein Brummen, dann ist die Ursache ein Hubschrauber, der rumfliegt, weil da die Schallwellen von außen in mich reinkommen und dann höre ich ja, muss ja eine Quelle, die müssen ja irgendwo herkommen. Stimmt oder stimmt? Das heißt, aufgrund einer Information, die in dir auftaucht, die von dir wahrgenommen wird, denkst du zwanghaft an eine Ursache, das nennt man das Gesetz der Kausalität, die du in die jetzt gedachte Vergangenheit setzt. Und ich drehe das rum und ich sage, du träumst, alles, was prinzipiell in dir auftaucht, kann nur aus dir kommen, in deinem roten Kopf, das ist das Kopfkino. Es ist aus deinem Intellekt entspringt irgendwas. Und weil dieses Geräusch in dir auftaucht, und jedes Wort kann ich jetzt hinschreiben, sage ich immer wieder, zu einem Geräusch machen, wirst du, wenn dieses Geräusch in dir auftaucht, dann irgendetwas denken. Ich sage jetzt Ukraine, Putin, Amerika, Nardo. Und du wirst dir jetzt erst einmal klar machen müssen, dass das, was du jetzt denkst, ja schon da außen ist und du damit nichts zu tun hast, obwohl das doch bloß deshalb ist, weil du es denkst. Und es wird für dich dann das Beispiel am Anfang des Gesprächs mit der Stadt, an was denkst du bei dem Wort Nardo? Bei dem Wort Ukraine oder Putin oder Russland? Wir haben gerade schon festgestellt, nur wenn ich das Wort Stadt sage, an was denkst du bei dem Wort Stadt? Die Antwort ist ganz einfach. Du denkst das Geräusch Stadt. Du denkst das Geräusch Ukraine. Wir können ja für das Geräusch auch Wort sagen. Das ist nur in Ordnung, aber an was denkst du jetzt? Weißt du, wie viele Bilder, wie viele Gedanken du aus diesem Wort generieren kannst, die eigentlich als Gesamtkontext nur dieses eine, durch dieses eine Wort, durch dieses Geräusch dargestellt werden? Die wirkliche Wirklichkeit, meine göttliche Schöpfung, funktioniert ganz anders wie dein kindergartenweltliches Programm, das du Physik und Naturwissenschaft nennst. Der erste Unterschied ist, dass das, was ich jetzt behaupte, wenn du ein neugieriger Geist bist, wenn die nicht wieder werdet wie die Kinder, wird sich alles, was du bisher geglaubt hast, in Luft auflösen.
und eindeutig als geistlos nachgeäffte Lügen zu erkennen gebe. Ich bin der Erste und ich behaupte, dass ich du bin. Und alles, was ich hier sage, wenn du diese Gedanken hier mitgehst, kann jedes Kind sofort auf der Stelle überprüfen. Wenn du aufmerksam wertfrei zuhörst. Alles, was die Weisen deiner Welt hier erzählen, gleichgültig, ob das jetzt Physiker, Wissenschaftler oder Theologen sind. Ob das muslimische Theologen sind oder christliche oder buddhistische oder hinduistische. Sie äffen geistlos nach, was man ihnen an der Uni erzählt hat. Oder irgendein Meister. Stimmt oder stimmt? Es wird geistlos nachgeäfft, ich habe es gehört, ich kenne es von Hören sagen, du könntest es nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. So, und jetzt springen wir zum Klingelingeling-Beispiel. Der Unterschied beim Klingelingeling-Beispiel heißt nicht, dass eine Seite richtig ist und die andere verkehrt. Und jetzt du vielleicht sagst, ja, vorher habe ich das geglaubt und jetzt glaube ich das. Es sind beide Seiten gut. Richtig und beide verkehrt. Was richtig und verkehrt ist, hängt davon ab, welche Seite du als richtig ansiehst. Es wird die andere Seite sofort als verkehrt erscheinen. Und wenn du meinen Vorschlag, dass du jetzt träumst und du hörst ein Geräusch, klingelingeling, und du denkst dann an einen Anrufer und dieses Geräusch ist die Ursache, dass du jetzt diesen Anrufer erschaffst, dass der erschaffen wird und nicht, dass da ein Anrufer ist, der auch dann da ist, wenn du ihn nicht denkst und dadurch entsteht dieses Klingeling in dir, weil der dich anruft mit all der Erklärung dazu. Funkwellen oder Handywellen und Schallwellen vom Handy zu deinem Ohr, der Brösel natürlich, der übrigens gar nicht existiert, wenn du klingeln hörst, den musst du dir jetzt erst bitte denken. Es existiert ja immer nur das, was du denkst oder was du anschaust. Es ist aber immer alles gleichzeitig da. Der Unterschied besteht in der Überprüfbarkeit. Auch das sage ich dazu. Es geht nicht um richtig und verkehrt, sondern jetzt kommt es. Das, was ich dir erkläre, kannst du überprüfen. Jeder Geist, jedes Bewusstsein, unabhängig von Intellekt, du brauchst ein Minimum Intellekt. Das ist, wenn ich sage, jeder 13-Jährige kann das überprüfen. Was ich behaupte. Er muss nur meine Gedankengänge mitgehen. Das, was die Zweiten, die Wissenschaftler und Theologen deiner Welt behaupten, diese Axiome oder Dogmen sind blinder, geistlos nachgeäffter Glaube, das kannst du nicht einmal überprüfen, wenn du wolltest. Das ist der Unterschied. Und jetzt schauen wir wieder dieser NDR-Bericht über Daniele Ganzer. Kannst du das überprüfen, was die behaupten? Und jetzt habe ich schon gesagt, jetzt müssen wir die vier Seiten aufmachen. Du kannst es auch überprüfen, wenn du keine Ahnung hast von Daniele Ganzer. Und du hörst jetzt diesen Bericht und irgendeiner behauptet, dass es ein Guter ist, was ich jetzt behaupte. Dass wenn man sich einmal wertfrei von den Menschen einen Vortrag anschaut, als Pixelmännchen oder dahin geht, die ganze Kuppler stockt ein bisschen. Jetzt ist es wieder da, hoffe ich. Sind wir wieder da? Ja, wieder da. Ja, gut geht. Also ich muss jetzt eh Schluss machen mit meiner Stimme. Du kannst es überprüfen. Das ist die Sache vom Ersten. Aber es erfordert ein vollkommen neues Ding, ein vollkommen neues Weltbild. Und wenn du jetzt nur dieses Wissen hast, das haben wir auch gehabt in dem Gespräch heute schon, und du würdest jetzt auf einen Vortrag gehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir stochastisches Denken in dir genauso erscheint, wie du glaubst, dass es sehr hoch. Ja. Weil da außen keine Welt ist, sondern die Welt entsteht durch Glauben. Genau. Genau. Und ich führe dich ganz nah daran hin. Übrigens auch alle physikalischen Gesetze deiner Physik, es ist zuerst das Wissen da, entdecken kann man da nichts. Zuerst. Weil es kann nur das beobachtet und entdeckt werden, was man sieht. Und das, was man sieht, haben wir wieder die drei Teile. Wir haben einen ganz bewusst auf geistlos nachgeäfften Wissen ausgedachten Mikrokosmos. Das ist die Welt des so unvorstellbar Kleinen, dass obwohl das Wort unvorstellbar schon wieder ein Oxymoron ist, weil wir stellen es uns ja dann trotzdem vor. Ja, genau. Mhm. Und die Welt des Großen. Ja. Ist auch so groß ist, dass man es auch nicht sieht. Du siehst ja nur im mesokosmischen Bereich. Das heißt, sehen, im klassischen Sinn des Wortes sehen, kannst du nur das, was eine Information von dir ist. Du kannst prinzipiell nur Informationen wahrnehmen. Mhm. Und dann haben wir eben, dass du, was sinnlich wahrnehmbar ist, das ist der Mesokosmos. Das ist das, was du auf die Verabredung kannst. Mhm.
Ist natürlich vollkommen logisch, dass dann hier die Bazillen und die Viren so klein sind oder die Atome und die Elektronen. Und ich sage, wer wird es dann entdecken? Das sind immer wieder so Sätze, die großen Fehler. Es ist zuerst das Wissen da, das ich vom Hörensagen kenne und gleichgültig, was man dir erzählt. Und jetzt denken wir uns eine Zeitgeschichte, die man wohlgewollt de facto jetzt denken. Eine wissenschaftliche Zeitgeschichte. Wir gehen hier zurück. Und ich kann jetzt ganz neu heute Morgen wissenschaftliche Erkenntnisse, jetzt fangen sie schon an, manche Wissenschaftler zweifeln, dass dieser gekrümmte Raum von Einstein stimmt. Mit der Gravitations, dass die Gravitationskraft eigentlich gar nicht existiert. Neuester Stand der Wissenschaft. Ein Wissenschaftler. Die kratzen jetzt schon wieder an dem System. Es war in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nie anders. Die Ja. Wahrheiten von heute sind die Dummheiten Um von. einen Morgen, genau. Jetzt komme ich zum eigentlichen Thema, das ich jetzt vorangestellt habe. Wenn du etwas verbesserst, irgendwas in deinem Leben, in der Welt oder sonst wo verbessern willst, erzeugst du im selben Moment eine Verschlechterung. Dann bitte ausgehen, wenn du in eine Richtung gehst und du denkst jetzt, das Ding ist 500 Meter hoch, ist 1000 Meter hoch, du bist ja die Mitte, entsteht im selben Moment die Tiefe, wenn du immer die Mitte bist. Das ist dieses Beispiel, umso größer der Wellenberg wird, muss zwangsläufig die Hälfte, die man rausklappen, bei einer ewig statischen, unveränderlichen Nullpunkt, bei einer Nulllinie, was eigentlich ein Nullpunkt ist, kriegen wir immer ein Gegenteil dazu. Muss sein. Muss Ich sein. kann jetzt tausende von Beispielen bringen. Ich mache ganz kurz, da bin ich oft drauf eingegangen, zwei. Wenn du junge Menschen nimmst, die autobegeistert sind. Okay, einfach junge Menschen, die autobegeistert sind und mir sagen, warum macht man eigentlich auf ein Auto breitere Reifen drauf? Weil es schön aussieht. Das ist eine Verbesserung optisch. Weil das Auto einen kürzeren Bremsweg hat und weil es eine bessere Straßenlage hat. Ich sage, das ist physikalisch absoluter Blödsinn. Das jeder Physiker weiß das eigentlich. Jeder Autokonstrukteur von Formel-1-Autos hat reichlich Probleme damit. Zuerst einmal sieht es folgendermaßen aus: Diese Verbesserung, die sich der normale, oberflächlich unwissende Mensch denkt, breitere Reifen und man kürzt am Bremsweg. Zuerst einmal ist da nur eine Verschlechterung. Das Auto wird langsamer, weil die Reifen nämlich einen größeren Luftwiderstand haben und einen größeren Abrollwiderstand haben. Es wird langsamer. Mit dem Bremsweg hat es überhaupt nichts zu tun. Da müssen wir jetzt die Reibungsgesetze, da gehe ich gar nicht genauer darauf ein, das habe ich oft erklärt, dass die Reibung sich durch das Verbreitern des Reifens nicht im geringsten verändert. Es hat nur Nachteile. Man kann das, was das verändern würde, wenn du die Gummimischung veränderst, aber das wirft wieder neue Probleme auf. Da bin ich, merke ich jetzt, da kann ich dir 4 Stunden einen Vortrag halten und wir kommen vom Hundertsten ins Tausende. Immer wenn du was besser machst, wird was schlechter. Wir gehen ja mal in einen anderen Bereich mit Handys. Ich gehe jetzt einmal zurück, wo die Offenbarungen entstanden sind. Vor 25 Jahren hat es ja praktisch noch kein Internet gegeben. Wenn du jetzt irgendwas nachschauen wolltest, wer hatte ums Haus herum eine Universitätsbibliothek, wo er reinkonnte? Hat vielleicht ein Lexikon gehabt? Wer konnte sich den großen Brockhaus leisten? Was ist der Brockhaus gegen Wikipedia und diese ganzen Medien? Das ist dieses Handy, das du jetzt hast, dieses Smartphone. Ist ja eigentlich ein vollwertiger Computer. Mit einem Wissenszugriff, ein direkter Zugriff auf Wissen, das einen sprachlos macht. Du benutzt ja von dem Wissen, das dir zugänglich ist, ein Nichts. Jetzt sind wir wieder bei der Bibliothek. Du hängst in einem einzigen Buch auf einer Seite und du meinst, das wäre schon wichtig. Das heißt, dieses kleine Accessoire im Schulranzen einer Neunjährigen macht einem normalen Menschen, ich rede jetzt normal, ein Wissen zugänglich, das man sich vor 25 Jahren als Einzelperson in den kühnsten Träumen nicht ausdenken hätte können. Da mal ins Amerikanische, in die großen, da sind ja fast alle Elternbücher, ist ja alles eingescannt. Es ist die Internetseiten, wo ich dann immer erwähne, auch Wikipedia. Du musst doch mal den Spaß machen, Wikipedia, wie viele Seiten du noch Länder umschalten kannst in Wikipedia. Das war Christentum ist im israelischen Internet komplett anders in Wikipedia, ganz anders beschrieben wie im russischen oder in unserem deutschen oder in amerikanischen. Wo schaust du nach? Ganz einfach in dir selber. Weil du träumst ja. Ja. Aber worauf ich jetzt hinaus will,
Auf größter Ebene muss ich jetzt einfach sagen, ein Riesengeschenk, ein Zugang vom Wissen ohne Ende. Das ist ja ein riesengroßes Plus. Für jeden normalen Menschen, der sich sofort informieren kann durch das Internet. Und genau dieses riesengroße Plus hat deiner Menschheit ein unendlich großes, genauso großes Minus erschaffen. Genau dieses extreme Zugang zu unendlich viel Wissen hat zur absoluten Verblödung dieser Menschheit geführt. Ja. Richtig. Ja. Stimmt. Das Problem ist, dass die nur mal selber denken. Sapere aude. Ja. Ich muss nur mal selber denken, ich kann ja nachschauen. Mhm. Und das Irre ist, dass diese kleine Maschine, und jetzt geht ja noch ChatGPT, geht ja jetzt noch los mit der künstlichen Intelligenz. Da hast du wieder Plus-Minus-Seiten, die das gut sehen oder die das schlecht sehen. Ich könnte dir die Meinung, darum geht es überhaupt nicht. Ich muss sofort eine feine Antenne bekommen. Es ist definitiv so, du kannst alles nachschauen und die Maschine gibt dir wirklich auch neu zu jede Frage, die du stellst, eine Antwort. Das ist nicht bloß eine, sondern tausend verschiedene. Jetzt bin ich bei meinem Satz, egal welche Internetseite, früher habe ich gesagt Buchseite oder irgendeine Behauptung von irgendeinem Affen, der irgendwas rezitiert. Egal welche Seite du mir als Beweis bringst, wo was drinsteht, ich zeige dir in dem Internet zum selben Thema tausend Seiten, wo das genaue Gegenteil oder sogar was ganz was anderes behauptet wird. Ja. Und jetzt lass es bitte nochmal auf dich wirken. Woher nimmst du diese Impertinenze? Müsstest du mal nachschauen, was das Wort impertinent eigentlich bedeutet. Woher nimmst du diese impertinente Arroganz, dass du glaubst, das, was du geistlos nachäffst, was du dir wie einen Virus eingesogen hast, ist die einzige richtige Darstellung von dem, was du glaubst. Jetzt sind wir bei der Tasse. Und es geht hier gleichgültig, ob es um physikalische Behauptungen geht, ob es um religiöse Behauptungen geht. Es sind wahnsinnige. Solange du ein Trockendasein abgeben, eine Rolle spielst, die Sache mit dem Schauspieler, ist es ein Dasein müssen. Und der Hospitalismus, diese Krankheit, dieser Gefangenenkoller, dass man hier, ob du in einer Klinik bist und diesen da machst, ob du hier in einen Käfig anschaust, ob du an die Klagemauer deine ultraorthodoxen Juden oder deine Buddhisten anschaust, ob du nach Wacken gehst, die schwarz gekleidet und ihr Bombesgabel machen, oder du gehst in eine Techno-Disco, wo sie Uzi, 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 Uzi. Es ist die Gefangenheit in eine Ideologie. Ich rede nur, dass es gut oder böse oder richtig und verkehrt ist. Das ist das, was du dir ausdenkst, was dir noch nie aufgefallen ist, sondern wo du schön mitgefrönt hast in deiner Seite, auch von politischer Meinung, ist rechts richtig oder links richtig. Na, für dich ist das richtig, was dir logisch erscheint, aber hast du dir das rausgesucht, Schwamminhalt? Kann sich ein Tier, das in einer Matrix erschaffen wird, in einer Gebärmutter, ich rede von der Matrix, heraussuchen, welches Tier es wird, welches Säugetier es wird? Kann es sich heraussuchen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen wird? Welche Augenfarbe, welche Haarfarbe in Bezug auf Trockennasenaffen? Kann sich da irgendeiner, der hier in dieser Matrix entsteht, raussuchen, dass er hier in der Matrix so programmiert ist? Bei Holophilen geht es da gar nicht darum. Es geht darum, wer denkt sich das jetzt aus? Eben. Ja. Genau. Der dritte. Das ist schon, das begeht schon in der Grammatik mit erste Person, zweite Person, dritte Person. Ich sage These, Antithese, Synthese. Der dritte steht am Anfang. Das ist die Trinität in den Heiligen Schriften. Wir machen absolute Wissenschaft. Wir verschaffen uns ein vollkommen neues Wissen, das in keinster Weise dir erklärt, was irgendein Wissenselement, gleichgültig, ob das ein religiöses oder ein naturwissenschaftliches ist, gleichgültig, ob wir das sagen, das Wissen jetzt im 20. Jahrhundert oder im 15. Jahrhundert oder im 12. Jahrhundert. Es sind Wissenselemente. Die Elemente, die jetzt gedacht werden, also aus diesem unendlich vielen zeitlosen Wissen, jetzt an die Oberfläche als eine Gedankenwelle geholt werden und es sind immer Puzzle, kleine Stückchen, Facetten von dem heiligen Ganzen, das du in dir trägst. Das ist das, was man Gott nennt.
Und da ist noch unendlich mehr in dir drin, das ist Erleuchtung. Ja. Da ist alles drin, was du in die Vergangenheit denkst, was jemals war. Und dieses Spiel hat nicht vor 13 Milliarden Jahren durch einen Urknall bekommen, was irgendwelche Affengeistlos nachäffen, die sich Wissenschaftler nennen. Und es wird auch nicht in der Zukunft, die du dir jetzt denkst, irgendwann wieder zurückstürzen in den Urknall, dieses Ausdehnen. Alle schöne Vorstellungen, es sind Vorstellungen. Du denkst es dir aus, du stellst es vor dich hin. Die Wirklichkeit und du Geist funktionieren ganz anders und das erkläre ich dir mit Holofili. Ja. Und du hast so unendlich viel Zeit und du darfst noch so unendlich viele Rollen spielen. Wie ein Schauspieler. Du darfst dabei bloß nie vergessen, wer du selbst bist. Mhm. Ja. Und das ist jetzt zur Zeit der Fall. Du denkst dich jetzt nicht nur selbst aus, wenn du an deinen Körper denkst, der wieder weg ist, wenn du nicht mehr daran denkst. Du kannst dich natürlich auch als 10-Jährigen oder 20-Jährigen denken. Was auftaucht, taucht immer jetzt auf. Und es ist in dir deine Information. Und du bist der, der sich's anschaut. Und dann tauchen Sachen auf, die du nicht haben willst. Und jetzt kommt dasselbe wieder mit Plus und Minus. Umso schlimmer, dass du meinst, das, was ist, Peter. Wie oft habe ich meiner Erstgeburt in Peter Fenning schon gesagt, du bist ein Gesegneter, sehe ich die, die jetzt krank sind und leiden. Ja. Wenn du den Heilungsprozess verstehst, dass das Plus und das Minus was vollkommen Neues ergeben können und wenn du nur anstrebst, gesund zu sein, wird das Spiel bis in alle Ewigkeit sich wiederholen mit Plus, Minus, hell, dunkel, genau. Der Sprung in die Mitte passiert durch die Erkenntnis der absoluten Zeitlosigkeit. Dieses, weil keine Zeit mehr ist, ja. In Form einer chronologischen Form. Es ruht, es ad, Bild, es sind nur Mom-Ende, Fehler, Mom, zwei M, die um sich selber kreisen. Das ist das Mom-End. Du bist ein Endschlafender. Das heißt, du wirst jetzt wach. Und dir ist klar, dass alles von dir entfernt erscheinende eigentlich deine Information ist. Es gilt räumlich wie zeitlich. Egal, wo du dir räumlich oder zeitlich was hindenkst, es ist hier und jetzt, weil du es denkst. Es war in der Vergangenheit nichts und es wird in der Zukunft nichts passieren. Das ist immer wieder, wo ich sage, das ist doch, versuch in einer Minute aufzustehen. Wie oft wiederhole ich das? Weißt du, dass alles Leid, was du volle Breitseite mitbekommst, nur darin besteht, dass du das wieder vergisst? Deine Zukunftsängste. Boah, wir können jetzt das Haus verlieren. Die beschließen die totale Enteignung. Momentane Regierung. Angst machen. Lügen. Die Aufgeblasenheit und immer Einseitigkeiten, immer schön irgendwas nachäffen. Du willst ja keine eigene Meinung haben. Du schaust dir im Internet lieber nach, was stimmt, und dann entschließt du dich für andere Einseitigkeit. Du musst vom Saulus zum Paulus werden. Ich sage, diese biblischen Geschichten sind wie Hammerschläge, wenn man sie versteht. Wenn man sie chronologisch, theologisch auslegt, nützen sie dir gar nichts. Du musst die wirkliche Metapher im Hintergrund verstehen lernen. Und dadurch musst du zu einem absoluten, parteilosen Beobachter werden. Als Geist schau einfach, was da ist. Du hast nichts zu tun. Und du hörst auf, dich retten zu wollen. Du hörst auf, dein Leben besser machen zu wollen, weil irgendwann wirst du begreifen, jede Art von Verbesserung bringt im selben Maß eine Verschlechterung und du strebst eigentlich nur, eine Seite davon an. Das ist die Bekannte vom... Ja, genau, von Diana und Reto. Kennt ihr, vom Hörensohn zumindest. Bitte bei dir alles klar? Ja, ja, tipptopp. Ja. Das Leben läuft so, wie es laufen soll für jeden. Genau. Und das ist jetzt eigentlich die Eigenart, dass man immer meint, es sind verschiedene Menschen. Es sind erst einmal Sachen, die du dir ausdenkst. Mhm. Es ist einfach dein Leben. In deinem Leben taugen Figuren ab. Ich nenne auf und wieder verschwinden. Und zwar immer im selben Moment jetzt. Und wenn du jetzt das wieder dir ein Zeitfenster aufspannst von einer gewissen Zeit, dann sollte es in Lebensabschnittsgefährden. So wie du jetzt dir denken kannst, dass du in der Schule warst, da hattest du Schulkameraden, Freunde und Freundinnen und wahrscheinlich hier 15 Jahre später im Leben waren andere Menschen um dich herum. Da gibt es natürlich auch wieder extrem viele Möglichkeiten. Aber was nichts daran ändert,
dass wenn was existiert, existiert es hier und jetzt als Information in deinem Kopf. Und deine Welt, deine Informationen erlebst bloß du. Das ist auch so ein Satz. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt, niemals irgendwer, den du dir ausdenkst. Alles, was ausgedacht wird, ist ein Dasein müssen. Es entsteht, wenn du es denkst, und es wird genauso sein, wie du dir es denkst. Gleichgültig, ob du jetzt an Menschen denkst, an Tiere denkst, oder du denkst an irgendeine Maschine, an einen Computer, an einen Verbrennungsmotor, an das Telefon oder das Stromnetz. Es entsteht, wenn du es denkst, und es wird so funktionieren, wie du dir das ausdenkst. Und die Ursache ist geistlos nachgeäfftes Wissen. Es ist dein Schwamminhalt. Dein religiöser Glaube, deine Vorstellung, was krank macht und was gesund macht. Und das Ganze kannst du auch realisieren auf deiner Feuerbrille. Und wenn ich jetzt in die Worte reingehe, in die Sprache reingehe, du mal die Symbolik verstanden hast, dass ich ja immer wieder, wenn man, da haben viele kein Interesse, ich denke mir jetzt wieder Menschen aus, die den Eindruck machen auf mich, dass sie sich zwar für Holofeeling interessieren, aber mehr für diese einfachen Erklärungen. Und dann denke ich mir wieder andere aus, die sind so begeistert, wenn ich in Wörterbücher reingehe und mir Sprachen anschaue. Und das sind ja, es ist ja so kurz, weil ich sage, ein Wort ist ja 400 Seiten Buch. Und jetzt verschmilzt mit dieser Vatersprache, mit Holofeeling, und die Grundlage ist schlichtweg und einfach Deutsch, das göttliche Alemannisch, Alemanna, die Alemannier, die Arier und das Ivri, das heißt das Jüdische, das Hebräische. Nicht die Standardsprachen, das Blaue, was du dir ausdenkst. Blau ist immer das Ausgedachte, Rot ist das Geistige. Und wenn man jetzt diese Herzlosigkeit, wo ich angesprochen habe, wenn ich nochmal sage, die Menschen, die Affen, die du dir ausdenkst, gehen mir am Arsch vorbei, die haben keinen Überlebensschuss. Keiner. Auch nicht der, an den du denkst, wenn du an dich denkst. Vom Säugling bis zum Greis. Eine so einfache Erkenntnis, was willst du da am Leben erhalten? Du solltest dir jetzt erst einmal bewusst machen, wer erschafft diese Menschen in sich selber und wie erschafft er die? Ja, ganz einfach, indem du dir an Menschen denkst, dann beginnt er in dir zu existieren. Ob wir das jetzt Robin Hood nennen oder Albert Einstein nennen. Und sobald du an was anderes denkst, ist es weg. Das wiederhole ich und wiederhole ich und wiederhole ich. Und wieso taucht jetzt das wieder in dir auf, weil du es nicht verstanden hast, du Geist? Also erwarte nicht, dass diese Figuren, diese Pixelmännchen, die du jetzt siehst, das verstehen können. Da kommt immer diese Sache mit dem Affen. Da kommt der F, AFF, diese zwei Facetten. Das ist immer so eine Sache mit den ganzen Sprachen. Ich arbeite ja mit allen Sprachen. Ich arbeite mit allen Religionen und zurzeit die Weltreligion ist die Naturwissenschaft. Diese unendliche Arroganz, wo Menschen an den Tag legen, innerst wohlgemerkt, wenn sie in dir als Brüssel in Erscheinung treten. Es ist immer so das Gefährliche, weil alles unheimlich logisch ist. Und da kann ich dann tausendmal sagen, logisch ist eine Maschine. Log ist Lug. Es ist logisch. Das sind klug. Die Lügen von den Klugen. Nur zwei Bündchen drüber, die zwei Bündchen weglassen. Das Opfer vom Schöpfer. Schimpfopfer. Du musst die jetzige Logik opfern. Meine Geschichte mit dem Haar, dass du eine vollkommen neue Logik kriegst. So wie du beim normalen Computer, wenn du den aufrüstest mit einem höherwertigen Betriebssystem, das alte Betriebssystem platt machen musst, wenn du das wechselst. Und dann haben wir so, ich zeige, mir fällt da gerade was ein, eine Kleinigkeit, um euch noch etwas zu bespaßen. Das habe ich zwar zigfach gezeigt, bloß da fahren wir mal ein bisschen weiter runter. Das ist ja die Arche, habe ich ja in die Arche, das habe ich noch eingestellt in unseren Chat, dass die Arche, das griechische Wort Arche, eigentlich nur dasselbe Wort, der Anfang, der Beginn, das ist eigentlich dasselbe Prinzip wie das Bereshit über meinen Kopf, das erste Wort in der Bibel, im Anfang. Das ist in der Arche. Du musst in die Arche von Noah reingehen. Und ich sage doch, ich bin der Architekt. In der Matrix. Schau dir das einmal an. Hey, Entschuldigung. Was für Wörter mit Architekt beginnen? Archi. Ich bin der erste Leibarzt. Ich sage immer wieder, ich bin der Erste. Der Erste ist der, alles, was er behauptet,
Ist, weil es behauptet und jeder, der der Erste ist, kann das sofort überprüfen. Ich kann sofort überprüfen, was ich jetzt denke und wie ich mir das denke. Stimmt oder stimmt? Wenn ich Bewusstsein bin, kann ich einfach, muss ich nur schauen, was ich jetzt denke. Und wenn ich der Erste bin, der vor den Gedanken steht, dann sehe ich doch, was ich denke und wie ich mir das denke. Und mir wird dann auch bewusst, mir ist bewusst, dass das jetzt nur deshalb ist, weil ich das denke. Mhm. Und das ist jetzt der erste Leibarzt. Interessant, das ist auch der Oberhirt. Das ist der Urheber des Geschlechtes, der bestimmt, das ist ein Mann und das ist eine Frau. Interessant, wer das ist der Stern Jupiter, JUB. Das ist der Oberhirt. Das ist auch der erste Oberschreiber, der erste Schreibstift Gottes und auch der Oberaufseher des Gefängnisses, in das er sich selber einsperrt. Ja. Das ist der Architekt, der weiß, was er programmiert hat, wenn er sich selber in seinem Videospiel als Brötel begibt. Es ist auch der Vorsitzende bei Gericht. Ich bin die absolute Jurisprudenz. Glaub mir, ich bin der Richter über alles. Aber genau genommen behaupte ich doch, dass ich du bin. Ja. Ich sage, ich mache dich zu mich, zum Richter über alles und jeden Menschen, den du in irgendeiner Art verurteilst oder freisprichst. Deine Richtersprüche verstrecke ich an dem, der du in deinem Traum zu sein glaubst. Für jede Verurteilung irgendeines Menschen, der ja nicht anders sein kann, wie er von dir ausgedacht wird, im negativen Sinn, weil ich dich verurteile und für jedes freisprechen, weil kein Mensch, den ich mir ausdenke, anders sein kann, wie ich ihn denke, werde ich dich selber freisprechen. Das ist das, wo ich sage, solange ich noch an dem Unbewusstsein leide, dass ich mir jetzt vollkommen Deppen oder böse Menschen ausdenke und mich wahnsinnig über diese Deppen und bösen Menschen aufrege, die ja nur deshalb sind, weil ich sie jetzt denke und so sind, weil ich sie so denke, bin ich in einem Zustand vollkommener Unbewusstheit. Mhm. Stimmt oder stimmt? Mhm. Und jetzt schauen wir uns hier mal im Lateinischen nochmal den Kopf an, in dem sich das alles abspricht, spielt. Das ist ja der sogenannte Kaput. Okay, das ist einmal das Haupt, aber da musst du jetzt sehr unterscheiden zwischen dem roten Haupt und dem ausgedachten Kopf. Das ist jetzt rot-blau. Mhm. Wobei hier in dem Kopf, wenn ich weiß, dass im Hebräischen das Waff ja auch O ist, nur kreisend. Und da können wir jetzt wieder 8 Seiten machen. Wie setze ich das Rot oder Blau, positiv oder negativ? Und das ist auch eine besondere Verbindung. Schau, was da steht, wir machen mal Maschinenübersetzung. Aber dem starken Körper fällt der Kopf. Da ist jetzt hier im starken Körper ist der blaue Kopf mit dabei. Der blaue Kopf mit dem Gehirn. Es fällt aber der geistige Kopf, der rote Kopf, der Geist im Hintergrund, in dem sich eigentlich der Körper befindet mit seinem Gehirn. Mhm. Darum heißt es hier nochmal im Bilde, das Meer im Kind, Bilet, ist Quadrat. Und da ist eine besondere Verbindung. Und jetzt passt genau auf, da müssen wir jetzt ein bisschen rein von Hals über Kopf. Und zwar bezieht sich das auf Kopf und Wappen. Das ist, wenn man Münze schmeißt. Eine Münze, wissen wir ja, eine Münze ist ja an und für sich eine Trinität. Wir haben eine These, eine Antithese, das ist die Kopf- und die Wappenseite. Und eine schmale Schamalseite, dort wo Gott ist, das ist die Mitte. Gibt es in Selbstgesprächen, gehe ich da reichlich drauf ein. Was dir jetzt auffallen muss, dass wir hier eine Kopfseite haben, die ist eigentlich die rote Seite ausgedachterweise. Und die doppelt aufgespannte Appen, FPP ist auch FF, heißt Affen. Wir haben jetzt den roten Kopf und die Affenseite. Ein Spiel, in dem ein GL-Stück, der Geist Gottes, kann ich das lesen. Ich kann auch lesen, eine Welle öffnet sich, wenn ich das eher als Vokal rausschmeiße. LD alleine, eine Lichtöffnung, heißt von Ilet Kind, heißt gebären. Es wird etwas geboren. Wenn ich ein Geldstück, das heißt eine Welle, die sich öffnet in 4 Phasen, eine dieser 4 Phasen in die HWH, in die Höhe werfe. Und dann
gesehen, wir öffnen diese vier Seiten auf eine Bildseite, der Götterkopf oder die Affenseite. Da steht jetzt noch das Schiff. Jetzt muss ich noch wissen, dass das Arni, die Schiffe im Hebräischen ja auch ich heiße. Das ist dieses Arni. Oder ob sich hier dieses blaue Ich, die erste Person, zeigt. Das ist nämlich der Affe. Darum ist das, was hat die Wappenseite mit einem Schiff zu tun? Weil dort der Affe ist. Und Arni ist dieser Intellekt, nach oben gefallen ist. Das ist eigentlich hier, wo ist dieses Spiel? Was ist jetzt eigentlich oben? Was ist unten? Ich sage, du kannst es ständig austauschen. Und dann kommst du irgendwann nochmal zu den Menschen, zu der Person, zu der Persona, zu der Maske. Ein rein ausgedachtes, dein kaputt, dein Kopf geht kaputt. Darum haben wir das deutsche Wort kaputt, heißt doch eigentlich auch kaputt gehen. Ist sehr interessant, übrigens auch, wenn man hier die Krümmung des biegen Welpen, wenn du schaust, eine Krümmung, wo das herkommt, eine Biegung machen, eigentlich wellenförmig sich aufbauen. End 2. Jetzt ist natürlich schon wieder die Sache mit der Vorsilbe End. Es ist eigentlich bloß ein Kopf. End 2 heißt eins sein. So wie entschlafen oder entfernt oder entspannt. Ich bin heute so total völlig kaputt. Das kann ich positiv und negativ lesen. Dieses kaputt heißt eigentlich, dass ich nichts bin. Aber dann doch wieder total alles. So viele in Gott. Du merkst dieses ständige Oxymoron, der Widerspruch in sich selber. Am Ende ist eins so, ich bin das absolute Ende und das absolute Ende ist auch der Anfang. Und so weiter und so weiter. Das heißt, die Sprache, die Elite, die hier sich Wörter raussucht, ich sage bloß eins voran, dein ganzes Leben lang, wenn du dran denkst, das Wort Mathematik. Das geistlos nachgeäffte, gelernte Wissen von Affen. Jeder normale Mensch, den du dir ausdenkst, ist diesbezüglich ein Mathematiker. Mit Rechnen hat das Wort nichts zu tun. Natürlich dann, das gelernte Wissen hat auch das Rechnen dazu, aber es ist ein, so ein winziger Unterbereich von dem, was du zum Denken benutzt. Und solange dich das nicht interessiert, ist es ein Zeichen von geistlicher Unreife. Und das ist kein Manko. Ich sage nochmal, ein Säugling, den wir uns ausdenken, der in die Windeln macht, der ist weder dumm noch blöd, er ist unreif. Ist natürlich diese Sache, dass solange du noch hier in den Hospitalismus lebst, gleichgültig, ob du als Jugendliche in die Techno-Disco oder in Konzerte, wenn du Konzerte dir anschaust, jetzt die Bilder oder auf die Verabrede holst, weil du da noch hingehst, und da sind Menschenmassen ohne Ende, die dann schöne Oderwelle machen im Fußballstadion, dass du merkst, es sind eigentlich nur Zellen von einem größeren, ja, von einem größeren Komplex, wo du vor allem stehst, weil du denkst dir das aus, du erschaffst es. Es geht letztendlich komplett, sich loszulösen von der Verwechslung mit einem einzigen Gedanken, den du denkst. Das ist meine Botschaft. Verstehe, dass du nicht der bist, an den du ein Leben lang gedacht hast, wenn du an dich selbst denkst jetzt, sondern dass du der bist, der sich den ausdenkt. Der sich alles ausdenkt. Das ist der Doppelschritt. Ja. Und das macht uns jetzt eins, weil ich denke mir alles aus. Was du dir dann detailliert ausdenkst, hängt davon ab, wer du zu sein glaubst, von deinem Programm, von deinem Intellekt. Und da ist immer noch die Sache, dass all die Menschen, die du dir jetzt ausdenkst, Untersysteme, die entspringen ja aus deinem Intellekt. Wo du sagst, der hat das entdeckt und der hat das gesorgt. Ja. Ich muss dann aufhören. Ja. Jetzt bin ich am Limit. Ja. Aber Gott sei Dank bloß ein Gedanke von dir, der das gar nicht mitkriegt. Das ist das Verrückte. Hör auf, mit irgendjemandem, den du dir ausdenkst, mitzuleiden. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das sind die Hammerschläge bei Holofeeling. Hau dir mit dem Hammer auf die Hand, die du dir ausdenkst, und ich garantiere dir, diese Hand bekommt es nicht mit. Nur der Beobachter bekommt es mit.
Und die Freiheit beginnt, wenn du vollkommen wertfrei beobachten kannst, dass du wirklich überhaupt nicht mehr weder mit einer gedanklichen Strömung, mit einer Wissensströmung, mit einer Sekte, mit einer Partei mitläufst. Es ist eine von vielen Parteien, eine von vielen Glaubensrichtungen, politisch wie religiös. Ich bring's auf den Punkt. Es ist einfach nur einer von unendlich vielen Gedanken, den du so wichtig nimmst und dann klebst du da dran ohne Ende. Was mein Leben lang am wichtigsten nimmt, ist eben der Brüssel, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Und Freiheit beginnt, wenn die dir vollkommen gleichgültig wird. Und jetzt habe ich mit der einseitigen Aussage. Ein Schauspieler auf der Bühne des Lebens. Wir sagen ganz einfach, ein Schauspieler, diese Metapher, der versucht, die Rolle möglichst gut zu spielen. Aber der wird sich nie mit dieser Rolle verwechseln. Wir nennen einmal den Schauspieler nochmal Anthony Hopkins. Nein. Er wird niemals in irgendeiner Form auch nur ansatzweise glauben, dass er doch nicht bei der Rolle ist. Aber man hat sichtlich, jetzt bleibe ich in der plötzlichen Bewertung, man hat sichtlich bei diesen Pixelmännchen, ich kenne ja nur das Pixelmännchen, ich kenne ja nur den Film, ich kenne diesen Anthony Hopkins in seiner Rolle als Anthony Hopkins, da muss ja ein Geist sein, der ja auch den Anthony Hopkins spielt. Das ist Spiel im Spiel, Schauspieler im Schauspieler. Jetzt kommt dieses Inceptions. Das führt uns übrigens wieder zur Arche. Weil Inceptions und Beroshit und Arche eigentlich dasselbe Wort sind. Der Beginn, der Anfang. Diese vielen Filme, wo ich in dir auftauchen lasse, die Matrix. Früher hat man gesagt, die Trilogie, jetzt haben wir nochmal einen vierten, was übrigens hochinteressant ist, dass die ganzen Fans von der Matrix diesen vierten Teil verrissen haben bis zum Es geht nicht mehr. Die ganzen Kinokritiker, es gibt nicht einen, ich wüsste nicht, muss natürlich zwangsläufig irgendwo sein, in meiner Welt, dass jetzt hier Matrix 4, wie das mit dieser langen Verzögerung ins Kino gekommen ist, dass nur ein Kritiker, die haben das nur verrissen, die Effekte sind billiger und der Inhalt ist kacke, also ganz der schlimmste Film aller Zeiten. So gut wie die ersten drei Teile waren, ist das Katastrophe. Das ist das Typische der Welt. Wir haben uns den angeschaut, in einem ganz kleinen Kreis mit Holofeeling und die sind sprachlos gewesen. Das ist die Kunst, die Mitte zu finden. Und normalerweise äffst du schon wieder nach. Diese ureigenste Meinung. Du hast eine gewisse Vorstellung, wie was sein muss, dass es gut ist. Wie muss was sein, dass es ein guter Film ist? Du vergleichst immer, wir sind bei dem Thema Kritik. Ich sage eine Kritik, die irgendeine Figur in deinem Traum äußert. Sagt überhaupt nichts aus über das, was kritisiert wird, aber alles über die dogmatische Einseitigkeit des Kritikers. Und wenn du den Eindruck hast, dass ich, wenn ich als Brüssel Udo in einem Selbstgespräch hier, ich erkläre es ja nur mir selber, auftauche, dass ich was kritisiere, dann legst du das einseitig aus. Weil ich immer sage, mir geht es nicht darum, was richtig und verkehrt ist. Das ein Beispiel hast du einfach nicht gerafft. Es geht um das, was ist. Und da musst du zuerst noch mal wissen, dass es Kollektionen gibt. Und sobald du da in eine Einseitigkeit gehst, entheiligst du das. Ist er welcher Balk oder Dahl? Es ist eine geistlose Frage. Immer wieder wiederhole ich das. Ist jetzt eigentlich eine Wohnung, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche oder ein Badezimmer? Ist eine Stadt, eine Straße, Häuser, Menschen? Und jetzt kann ich anfangen zum Aufzählen ohne Ende. Du musst wissen, was die Kollektion ist, die durch ein allereinziges Wort dargestellt wird. Ist Christentum eigentlich katholisch oder evangelisch oder Zeugen Jehovas oder? Namen sind jetzt komplett austauschbar. Das ist mein Lieblingssatz. Ich erkläre dir ein Prinzip. Und wenn das Prinzip installiert ist, muss ich jetzt nochmal ansprechen. Es geht mir überhaupt nicht um Filfisserei. Es geht um diese Kategorie 3 Fragen. Es geht darum, was bist du selbst und was ist deine ausgedachte Welt? Und warum ist die? Das ist das Geheimnis wirklich aller Religionen, auch der Physikbücher, der Chemiebücher, das sind heilige Schriften für die Sekte der Naturwissenschaft, die ihre Meinung wie alle anderen immer wieder verändert. Liebe deine Feinde predigen und dann gehst du in die Geschichte der katholischen Kirche.
Und dann gehst du jetzt hier diese Demo des Hingaben und dann schaust du dir jetzt aktuelle Sachen, wie die verduschen, Schweinereien verduschen und wie sie mit dem Staat schon wieder streiten, dass sie möglichst viel Geld kriegen, weil ihnen das noch zusteht. Es ist ein, du bist, deine Traumwelt ist Sodom und Gomorra. Mhm. Ja. Und glaub mir, die wird untergehen und du wirst mit Sodom und Gomorra untergehen, wenn du die nicht eines Besseren besitzt. Das ist jetzt keine Drohung, sondern ein Faktum, das du erleben wirst. Aber ich mache dir jetzt keine Angst, weil ich dich irgendwie manipulieren will wie deine Politiker, dass du dir die Spritze geben lässt zum Beispiel. Oder dass du, nein, ich will, dass du lachen lernst. Ich rede mit deinem Geist, ich erkläre doch, du bist was Unzerstörbares. Vom Säugling bis zum Kreis, das, was du zu sein geglaubt hast, hat sich noch nie verändert. Was sich verändert, sind deine Informationen, dieses Adam-Dasein. Ich bin nicht da, um dir Angst zu machen. Und als Brösel jetzt rein in deine Rolle, spielst du deine Rolle, da mische ich mich nicht ein. Betty, habe ich mich in dein Leben schon mal als Udo eingemischt. Sag mir, wo ich irgendwie sage, was du glauben sollst oder was du nicht glauben sollst. Nein. Da wirst du keinen finden. Frag in Reda, frag die Diana. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst, und zwar mit einer hundertprozentigen Präzision. Und da ist, wenn du dich scheiße fühlst, ist kein anderer daran schuld. Die Schicksalsschläge, die ich dir gebe, sind Reizauslöser, um dich wieder in die richtige Bahn zu bringen. Auf deinen Lebensweg, der dich durch unendlich viele Leben führen wird. Aber dass du die irgendwann einmal bewusst spielst, wie ein Schauspieler, der eine Rolle spielt und aufhörst, dich mit diesen Affen zu verwechseln, den du darstellst, wie im König der Löwen. Auf der Bühne. Kannst du auch Tiere darstellen. Es ist ganz simpel, da brauchst du nicht viel Intellekt. Und erwarte nicht, dass die Affen um dich herum das verstehen könnten. Du musst der Erste sein. Und du bist der Erste, wenn du mich jetzt sprechen hörst, weil jetzt wird dann das Gespräch zu Ende sein und dann lösen sich die Pixelmännchen auf dem Bildschirm und dann kannst du immer noch an dich denken und dann sitzt du jetzt erst einmal da und bist eventuell allein. Könnte natürlich auch sein, dass um dich herum nochmal wieder ein paar Brüssel sind, die du dir ausdenkst, aber es bleiben deine Informationen, die immer nur dann da sind, wenn du sie denkst oder anschaust. Mhm. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass dir das Angst macht, hast du nicht richtig zugehört. Mhm. Das ist das, was ist. Man lässt sich so verblenden von seinem eigenen Ego. Und das ist das große Problem. Es ist eine Kritik. Kritik ist nur Bewertung von irgendetwas, was in dir auftaucht. Bist du denn immer noch nicht in der Lage, einfach zu schauen, was da ist? Cut! Der Tierforscher werden, wie ich das nenne, habe ich schon lange nicht mehr gebracht, das Beispiel. Die Feddings erinnern sich an einen Tierforscher. Ein Tierforscher, der in einem Versteck sitzt im Zentrum und für die Welt gar nicht da ist, für die Tiere um ihn herum. So wenig wie ein bewusst deckender Geist in irgendeiner Art und Weise von irgendeinem von dir ausgedachten Menschen wahrgenommen werden kann. Weil das Existenzen sind, die können nichts wahrnehmen und die kriegen das alle mit, was der träumende Geist träumt. Und wie war das immer, wo ich gesagt habe, und ich beobachte jetzt, da ist eine Urwaldlandschaft und dann kommt eine, man achte auf die Adjektive, eine süße, kleine, unschuldige Gazelle und buckt sich runter und trinkt hier an dem Wasser, an dem kleinen Fluss und plötzlich tauchen dort zwei Augen im Wasser auf und dann plötzlich ist da ein großes, hässliches, böses Krokodil und frisst die kleine Gazelle. Die ganzen Definitionen, das ist subliminale Manipulation in gewissen Filmen. Und jetzt darf mir einfach hier dieses kleine, unschuldige Ukrainlein, da kommt ein großes, böses, hässliches Russland. Genau. Namen sind jetzt austauschbar. Ja. Aber wer ist schuld? Ich sage dir, der sich das so ausdenkt. Genau. Und würdest du was anders nachäffen, würdest du dir das genau andersrum ausdenken? Und jetzt kommt Holofilling, Holofilling.
zerbricht sich nicht den Kopf, was von zwei Seiten richtiger ist, wenn ich immer sage, es ist eine Welle, ein Balk oder ein Dorf. Sind jetzt die Rechtsradikalen die Guten oder die Linksradikalen? Es gibt aber ein klingelingeling Beispiel, wenn du hinschaust. Und wenn du das benutzt in Verbindung mit Physiognomie, dann wirst du plötzlich feststellen, dass genau diese extreme Manipulation und die Lüge, mit denen ich dir zuscheiße, wo übrigens niemals irgendjemand schuld ist, den du dir ausdenkst. Ich bin schuld. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich habe dir dieses Programm zu durchschauen gegeben, dass du das zurzeit denken musst. Du bist ein Computer und du hast von mir genau diesen Intellekt bekommen, diesen Schwamminhalt. Kein Akt, was im Laufe der Zeit der Vergangenheit deines Lebens passiert ist. Es ist ja nicht, das Buch entsteht ja nicht, auch während du das Buch liest, kommen dann immer wieder neue Seiten dazu. Aus nichts, aus der Zukunft. Nein, das Buch ist da, wenn du zum Lesen anfängst. Und wenn du am Ende des Buches bist, wenn du ein G-Rei-S, ein Kreis geworden bist, erkennst du, dass du das schon immer warst. Ja. Im Meer. Ja. Ein Geist-Rei. Dieser geistige Spiegel im Zentrum, ja, aus dem die zwei Seiten entspringen. Ja. Wenn man das erste Mal hört, hat man keine Chance, aber es ist so einfach, wenn du einmal Heureka hast in dir, die Neugier, wenn die wieder werdet wie die Kinder. Keine Feindbilder. Zum Fressen gern haben, eins werden, der Verschmelzungsprozess. Das ist der Adam. Denker und ausgedacht, das siegerwillige Körper, dieses männlich und weiblich, sind ein Adam. Der Adam ist der, der sich als Denker und Ausgedachtes und Traumwelt denkt. Und diese Synthese, dieser jetzt ausgedachte Adam muss von jemandem ausgedacht werden. Und jetzt sage ich wieder, Tatwam Hasi, meinen Up-Ani-Schaden, das bist du. Es ist hundertprozentig sicher, dass du dir jetzt einen Udo ausdenkst, eine Margot, einen Beda, eine Ariane und eine Betty. Du denkst dir die alle aus. Mhm. Und jetzt kann ich mir folgende Situation denken, dass du glaubst, du bist einer von den vier Bröseln. Du kannst aber auch ein ganz anderer sein, der jetzt vom Computer sitzt und sich nur dieses Video anschaut. Mhm. Und dann habe ich ja mit denen, die ich mir jetzt ausdenke, nichts zu tun. Das musst du überwinden. Löse dich von dem geistlosen, materialistisch-religiösen Wahn, dass du glaubst, du hast mit dem, was du dir denkst, nichts zu tun. Mhm. Du bist Gott. Du bist der Schöpfer für jeden Gedanken, den du in dir erschaffst, aus dir selbst, aus dem extrem fehlerhaften Intellekt, den du zum Denken putzt, herausschöpfst, weil du geistlos nachhörst. Das ist meine Botschaft mit Holofeeling. Das ist das Einzige, was du in dem Leben wirklich zu erkennen hast, und dann lasse ich dich wach werden. Mir geht es nicht darum, dass du Wörter aufrechnen kannst, Hebräisch oder diese ganze Holo-Arithmetik schon verstehst. Hängt von deinem momentanen Programm ab, ob du da neugierig drauf bist. Das macht auch dein Programm. Dein Programm bestimmt, wie du reagierst, ob du vor was Angst hast, ob du Freude empfindest, ob dir was gefällt oder nicht gefällt, von wegen eigene Meinung, geistlos nachgeäfftes Wissen in Form von Mode, von Politik, von Religion, geistlos nachgeäfftes Wissen, aufgezwungen von einem Programm, das du dir nicht raussuchen konntest. Das du aber durchaus durchschauen kannst, was ist der Sinn von dem Ganzen? Um dir jetzt erst einmal klar zu machen, dass der sich was ausdenkt, was anderes ist, wie ein Gedanke, den er sich denkt. Das ist die Verwandlung. Und den Rest musst du dich überraschen lassen. Du kannst nicht von unten nach oben schauen. Mir geht es auch nicht um Wissen. Du hast doch ein Handy, du hast doch einen Computer. Du musst bei Holofeeling dich konzentrieren auf dieses Prinzip. Das ist, wenn ich immer sage, in deiner jetzigen Schule habe ich so eine Kleinigkeit, wenn du was studierst oder was lernst, eine Prüfung machst, du darfst in die Prüfung deine Wörterbücher und Formelsammlungen mitnehmen, in der Regel bei größeren, und Taschenrechner mitnehmen. Es verlangt keiner, dass du diese Unmenge von Daten dir merken tust. Das sind in den unteren Klassen ist einmal der erste Schritt, aber dann an Universitäten. Und es verlangt keiner, dass du mit dem Kopf was ausrechnest, dass du einen Taschenrechner benutzen. Was man von dir verlangt, was du in den unteren Klassen lernst, dass du das Prinzip des Rechnens verstanden hast. Und erst wenn du weißt, was Rechnen ist, und ich behaupte jetzt, keiner deiner Mathematiker weiß und deiner Physiker weiß, was Rechnen ist, die haben das so zerdacht und Sonderregeln erfunden, diese geistlos übrigens nachäffen. Die Sache mit der Wurzel.
Wurzel 25 ist plus 5 minus 5, da haben wir unseren HBH. Mhm. Ja. Das ist der Trick. Das ganze derzeitige naturwissenschaftliche Weltbild funktioniert einzig und allein aufgrund einer Vorstellung, der Einstand, weil man bei der Wurzel eine Seite einfach unterschlägt. Und dass man die Primzahlen bei 2 beginnen lässt. Es ist nicht schon immer so gewesen. Mhm. Und dass man anfängt hier mit der ganzen Hirnwichserei der Unendlichkeitsberechnung bei Gödel, dass man das unheimlich bewundert, dass das in eine Sackgasse geführt hat. Ohne Ende, die Teilchenbeschleuniger, die Quantenmechanik, immer 2 Seiten. Es hat auf der einen Seite was unendlich symbolisch Positives, die Verschränkung zum Beispiel. Aber im selben Maß, wenn du das materialistisch-logisch auslegst, was extrem Negatives. Es macht dich nämlich zu einem dummen nachahmenden Affen, der glaubt, das Universum, das in eins gekehrte, was er letztendlich selbst ist. Er hat mit dem, was er denkt, nichts zu tun. Das ist der Satz aller Sätze. Meinst du, dass irgendein Geist sein kann, bewusster Geist sein kann, wenn er was denkt und er meint, er glaubt, er hat mit dem, was er denkt, nichts zu tun? Tja. Das ist deine eigene, jetzt hast du mal deine Entheiligung und Entheiligung heißt Entgöttlichung. Ja. Und du bist ein Gotteskind. Ja. Und wie gesagt, das Wort Gott benutze ich, es ist so weit weg von dem, was dir irgendwelche religiöse Menschen bei dem Wort Gott versuchen einzureden, was das ist. Ich sage, das war Masi, das bist ganz einfach du. Aber nur für deine Welt. Mhm. In der Physik ist es die Mehrweltentheorie veröffentlicht wieder. Das kann ich dir jetzt so mit den Computermetaphern, mit den modernen Videospielen zeigen. Aber da muss der Komplex doch sein. Im letzten oder vorletzten Selbstgespräch, jetzt ausgedacht, habe ich ganz klipp und klar gesagt, ich beweise dir mit einer hundertprozentig sicheren arithmetischen Präzision, dass du dich jetzt in einer Matrix befindest, weil Holofeeling erklärt dir dieses Programm. Vorausgesetzt, du bist mir bereit, auch intellektuell so zu folgen. Dann musst du viele Grundlagen in dir schaffen, die ja schon in dir drin sind. Das ist das Verrückte. Du kannst Wörterbücher und deinen Computer benutzen, wenn ich in Wörterbücher reinspringe. Ich betone jedes Mal, ich mache doch nichts Neues. Ich benutze die Wörterbücher in deiner Welt. Ich zeige dir bloß, dass da wesentlich mehr zwischen den Zahlen intelligent in der Legere gelesen drin steht, wie du zurzeit einseitig auslegst. Mhm. Du bist in dieser Entgeistigung, dass du zum Beispiel, wenn du an dich denkst, denkst du jetzt an den aktuellen Körper und sagst, das bin ich. Du bist viel mehr wie dieser Gedanke. Du bist der, der sich alles ausdenkt. Wie sage ich immer wieder, du bist all deine Gedankenwellen, die du in dir aufschmeißt, das bedeutet Holofeeling. Aber du sagst, die Welle, der Gedanke bin ich und alle anderen, diese Information bin ich und alle anderen Informationen, die ich in mir erschaffe, bin ich nicht. Das ist so ein Satz, der zerstört jegliche Form von menschlicher Weisheit, die du dir bisher in die Menschen hineingedacht hast. Und der Witz ist, du kannst es mit hundertprozentiger Sicherheit sofort auf der Stelle überprüfen. Wo ist dein Körper, wenn du nicht an ihn denkst? Wo ist deine Erdkugel, wenn du nicht an die denkst? Wo ist eigentlich der Unterschied? Da ist kein Unterschied. Das eine wie das andere ist, weil du an dieses oder jenes denkst. Und warum denkst du, wenn du an deinen Körper denkst, ganz gezielt an den jetzigen Körper, weil dein Programm dir das aufzwingt. Du bist ein Sklave, Neo. Und warum denkst du, wenn du an deinen Ort, wo sich dieser Körper rumläuft, an eine Erdkugel denkst, weil dein Programm dir das aufzwingt? Ein anderes Programm lässt sich auf einer Scheibe rumlaufen. Weder das eine noch das andere kannst du rein optisch auf der Farbbrille überprüfen. Es sind logische Konstrukte. Wie ich immer sage, ich lasse mich mal Golf spielen, wenn du auf dem Golfplatz bist. Ich verändere dein Programm und dann fliegt der Golfball ja so oder so oder so. Mhm, es ist eine minimale Veränderung an dem Konstruktprogramm und an den physikalischen Gesetzen in einer Welt verändern sich. Ja. Und die Möglichkeit, die du in der nächsten Ebene von mir kriegst, ist da ganz bewusst so, wie du es handelst, das zu verändern und ein bisschen einmal mit dir selber zu spielen. Interessant. Ja. Also, dass du mal diese Kindergartenprüfung bestehen, dass du wach wirst. Indem du entschlägst. Genau. So, jetzt lassen wir es gut sein. Danke. Schauen wir mal. Und was sagen wir am Ende immer? Batch.